So, willkommen zurück zu Late Night Coding. Hallihallo, alle zusammen. Ja, nicht mit einer E-Rakete, aber mit einer ja, herkömmlichen Rakete. Genau, sind die gerade unterwegs und schrauben noch ein paar Runden um die Erde. Ja, gut, mit Raketen wollen wir uns aber nicht beschäftigen, oder? Vielleicht doch, wenn ich genau darüber nachdenke, ging es ja auch darum, eine Rakete oder ein Raumschiff zu bewegen. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Das hier kann ich weg versuchen wegzumachen. Wir waren mit unseren Klemmsteinen stehen geblieben. Und der letzte Stand der Dinge war, Moment, dass wir Teilzylinder konnten. Gucken wir uns das mal eben an. Release. Gar nicht so einfach, das zu tun. Gut. Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten geändert, bevor ich es committed habe. Aber wirklich nur Kleinigkeiten. Zum einen habe ich, dachte ich zumindest, ah ne, habe ich, glaube ich, gar nicht wahr. Doch, ich habe die jetzt mal hintereinander gesetzt, die Tiles. Weiß gar nicht, ob ich das nachher gemacht, keine Ahnung. Ich habe die hintereinander gesetzt, die Tiles. Und wenn man klickt, dann ja, sind die nicht mehr aufeinander, sondern hängen halt hintereinander, sind aber noch nicht angepasst. Also die Ränder passen noch nicht zusammen, ne? Deswegen hat man noch Löcher. Und man muss halt jetzt im Moment, im richtigen Moment, eine wegmachen und die andere dahin machen, quasi. Ne? Beziehungsweise erst immer eine hinmachen, ein neues Teil dazu machen und das hier unten dann verschwindet weg. Das soll man natürlich automatisch machen. Das wäre ziemlich affig, wenn man seine Teils hinzuklicken müsste. Aber es funktioniert. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, dass das jetzt hinten nicht mehr flackert. Ich schätze, bei euch ist sowieso alles kaputt, dank Codec. Aber ihr hattet recht. Irgendjemand meinte, alles müsste Z-Fighting sein. Ich bin davon ausgegangen, dass es einfach nur ein ganz dummes Aliasing ist. Es war aber tatsächlich Z-Fighting. Weil ich einfach die Matrix ein bisschen doof spezifiziert hatte, die Projektionsmatrix. Also ich hatte die Nearplane wirklich sehr, sehr klein gemacht. Ich weiß gar nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin. Und dann hat man natürlich sehr, sehr wenig Präzision im tiefen Kanal. Und dann passiert sogar bei so Standard-Szenen, die sind ja jetzt nicht schrecklich groß, die Szenen, dann passiert sogar bei so Standard-Szenen, dass man Probleme bekommt, dass es anfängt zu flimmern. Ne? Ist mir dann aufgefallen, als ich mal genauer hingeguckt habe, dass es tatsächlich Tiefenprobleme gibt und das war kein Problem. Also man sieht einfach die Nearplane, das kostet halt enorm Präzision, weil es nicht linear verteilt ist. Man zieht einfach die Nearplane ein bisschen ran und schon ist es weg. Also wie gesagt, keine Ahnung, ob ihr das überhaupt sehen könnt, weil ich glaube, dass der Videocodec ganz massive Probleme hat mit so riesigen scrollenden Bereichen. Aber jetzt flimmert es jedenfalls hier nicht mehr. Ja. So, das ist so der aktuelle Stand der Dinge. So, was will ich heute machen? Sinnvollerweise sollten wir uns jetzt mal darum kümmern, dass diese Tiles richtig reinkommen. Dass die dann zusammenpassen, das ist eine Kleinigkeit, die können wir auch noch einbauen. Dazu müssen lediglich die Zufallswerte, auf deren Basis das berechnet wird, so ein bisschen synchronisiert werden. Das ist der berühmte Overlap, den wir da brauchen. Allerdings, da wir das einfach aus Zufallswerten ziehen, brauchen wir den Overlap natürlich nicht explizit zu berechnen. Aber im Prinzip ist das so eine Overlap-Geschichte, die wir da wieder mal brauchen. Ja, also das heißt, wir wollen jetzt eben gucken, ob wir so ein Teil brauchen oder nicht. Da habe ich gedacht, okay, man könnte es natürlich super schnell hinhacken, indem man einfach, da wir ja im Moment so eine ganz simple Translation haben, könnte man natürlich einfach gucken, okay, ab welchem Punkt braucht man denn das nächste Teil? Das ist ja immer dasselbe, das wiederholt sich ja periodisch. Und ab welchem Translationpunkt können wir das rausschmeißen? Und das könnte man natürlich super schnell reinhacken, aber wir machen es sinnvollerweise vernünftig, dass wir einfach Bounding Boxen bestimmen und checken, wann die Bounding Box nicht mehr sichtbar ist, dann schmeißen wir es raus. Also etwas, was einmal nicht mehr sichtbar geworden ist, das wird natürlich auch nicht mehr sichtbar hier in unserem Fall. Und dann müssen wir die nächste Bounding Box schon berechnen, also vom nächsten Terrain-Teil. Entweder wir machen das wirklich
basiert aus dem echten Terrain. Die sind natürlich immer ein bisschen anders, die Bounty-Boxen, weil die ja verschiedene Höhe haben können, die Terrains. Oder wir machen es einfach so, dass wir die maximale Höhe nehmen, ne? Das geht natürlich auch. Dann bräuchte man das nicht, aber wir können es auch basiert auf dem richtigen Terrain machen. Das heißt, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen eine Bounty-Box ausrechnen um das Terrain. Das ist natürlich ziemlich banal. Und wir müssen die rausfinden, ob diese Box sichtbar ist. Und wenn die sichtbar ist, dann ist sehr wahrscheinlich auch das Terrain sichtbar. Ja, und dann, da hab ich gerade angefangen zu gucken, haben wir das nicht schon gemacht? Und ich stelle fest, wir haben es tatsächlich noch nicht gemacht. Also wir haben tatsächlich noch nie einen Box gegen Postum-Check gemacht. Der ist natürlich für verschiedenste Sachen ganz hilfreich. Und dann sollten wir das mal bauen. Und ich war gerade kurz vorher dabei stehen geblieben, mal zu schauen, wo wir eigentlich über schon einen Schnittpunkte mal berechnet haben. Wir haben das bei ein paar Projekten mal gemacht. Also wir haben schon ich glaube, Kugel gegen Ebene haben wir mal implementiert. Und dann haben wir Strahl gegen Polygon und Strahl gegen Kugel. Aber wir haben noch nicht Box gegen Axis-Aligned Box, achsenorientierte Box gegen Ebene. Das ist das, was wir brauchen fürs Frustum. Und da kam mir die Idee, ja, wir sollten vielleicht einfach mal diese ganze Schnittpunktberechnung zusammenfassen in eine Klasse und dann halt einfach können wir die in Zukunft verwenden. Ja? Also packen wir das irgendwie direkt in unsere Utility und machen mal so eine kleine Intersect-Klasse. Beziehungsweise Namespace eigentlich mehr, das sind ja nur Funktionen. Ja, also das war das. Wir gucken jetzt, dass wir die Teils haben, damit wir da kontinuierlich drüber fliegen können. Das wäre so mein Ziel für heute. Und dann, ja, fehlt uns einfach nur das Spaceship zu rendern und dann haben wir unseren Shooter. Was ich noch sagen wollte, als ich letztens geradet habe, habe ich auch noch ein paar Minuten geguckt, hat jemand mit Unity, glaube ich, ist sowas gar nicht so Unähnliches gebaut. Ne? Also er hat das einfach mit einem Voxel-Ansatz gemacht. Also jetzt nicht so kleine Bricks da gebaut, aber hat irgendwie so Voxel platziert. Ich weiß jetzt nicht so genau, wofür er das gemacht hat, weil ich habe, wie gesagt, nicht mehr so lange zugeschaut. Aber grundsätzlich könnte man natürlich jetzt das, was wir bisher haben, natürlich auch mit Voxel machen. Ne? Wäre auch sicherlich eine ganze Ecke effizienter. Aber, oder vor allen Dingen flexibler, was sozusagen, also da müsste man jetzt nicht so einzelne Bereiche ausrechnen, dann diese ganze Geometrie generieren, die instanzieren und so weiter. Und man würde auch die Noppen irgendwie zur Not hinbekommen. Der Grund, warum ich das nicht gemacht habe, wollte ich noch kurz erklären, weil ich am Anfang tatsächlich auch darüber gedacht hatte, mal so ein bisschen Voxel-Ansatz zu coden, ist, dass das natürlich nur gut geht, solange wie man wirklich eben ein so ganz einfache Bricks haben will. Ne? Spätestens, wenn man irgendwann auch mal schräge Bricks haben will und und diese Schräge wirklich schief sein soll und nicht wieder aus. Ne? Das ist ja natürlich auch eine Schräge hier aus diesen Voxeln. Aber wenn das wirklich eine Kante sein soll, dann müsste man entweder das Voxelgitter aberwitzig hoch auflösen an der Stelle. Das ginge auch mit so adaptiven Gittern. Aber dann wird es wieder komplizierter oder man braucht eben tatsächlich so Geometrie hier oder spätestens, wenn man irgendwelche gekrümmten Objekte hat oder sowas ähnliches. Ne? Also das war so ein bisschen die Motivation dahinter, warum ich es eher mal wirklich geometrisch ausprobieren wollte. Cool. Wird sich dann zeigen, wie viele von den verschiedenen Bricks ich wirklich implementiere. Ich sehe schon darauf, dass ich dann einfach keinen Bock mehr habe, die anderen zu machen. Wenn man doch wieder mit Voxel machen kann. Gut, aber so viel nur zur Motivation dazu. Okay, ja, was müssen wir jetzt machen? Also wir müssen zunächst mal die Bounty-Boxen bestimmen von eben unseren einzelnen Teils und die dann testen gegen das Frustum. Und sobald es, wie gesagt, nicht mehr sichtbar ist, wird es auch nicht mehr sichtbar, können wir also für immer wegschmeißen. Und sobald es sichtbar wird, müssen wir es rendern. Das ist sozusagen die Idee davon. Das heißt, ich würde vorschlagen, wir fangen eben unser Programm damit an, dass wir zwei Bricks berechnen. Ja, die beiden sind auf jeden Fall mal sichtbar zu Beginn oder von denen, sagen wir mal, die sind aktiv. Ja, und dann berechnet man ein drittes und sobald das ins Terrain reinkommt, machen wir es sichtbar. Und berechnen dann das vierte und dann haben wir eben immer diese vier, die wir durchcyclen. Und jedes, was wir nicht brauchen, das pullen wir. So ist so die Grundidee. Gut, also das heißt, zwei Sachen brauchen wir dazu. Erstens, wir müssen die Box mal bestimmen. Also die
Box, die das Ganze umgibt, und dann die zu testen. Man kann natürlich auch andere Tests machen, aber ein Bounding-Box-Test bietet sich jetzt an für sowas hier. Ist halt relativ schnell zu implementieren. Ja, machen wir das. Das heißt, jetzt mal kurz überlegen. Am besten fragen wir das direkt unser Terrain. Das kann die direkt mitberechnen. Während, wenn wir die ganzen einzelnen Bricks berechnen, ist natürlich die Bounding Box zu berechnen ziemlich simpel. Und jetzt überlege ich gerade, an welcher Stelle wir das am sinnvollsten machen. Wir bräuchten dann auch noch Raycasting, damit wir selber Blöcke setzen können. Ach so, ich habe schon darüber nachgedacht, euch mal so einen kleinen Editor zusammen zu coden, mit denen ihr dann ein Chip modellieren könnt oder was auch immer es zu modellieren gibt. Das können wir auch gerne bei so einem Late-Night-Coding machen. Ich kann das aber auch so mal nebenbei machen, ich einfach den Code geben. Machen wir auch noch basierend auf dem denselben Datenstrukturen einfach einen Editor, mit dem man dann Sachen rausschreiben kann. Was wäre denn irgendwie ein Game Engine? Na, so weit sind wir noch nicht, aber geht, wenn man nicht einen Asset-Editor hätte. Ja. Da war ich hauptsächlich mal überlegen, wie man das schön machen kann. Also dass es halt halbwegs benutzbar ist. Ne? Man will natürlich, dass die Blöcke irgendwie so zusammen sind und dann man startet mit einem Block und dann fängt man darauf dann an, die Sachen dran zu setzen. Also ich habe da noch einfach noch nicht genug, einfach noch keine Zeit für gehabt. Gelegentlich muss ich auch mal arbeiten. Gut, also Bounding Box. Jetzt gucken wir mal, wie wir am besten an die Bounding Box kommen. Und wie war jetzt nochmal die Struktur? Also wir können den Spaceship Creator auch zusammen machen, ist auch kein Problem. So, also das Ganze läuft hier asynchron und hier war die Idee. Okay, also erstmal berechnen wir die Bounding Box. Ich kämpfe mit den Return Types. Wäre mal schön, wenn man so Pairs einfacher zurückliefern könnte und nicht immer so ein Pair drumherum wrappen müsste. Aber egal. Generate Bricks from Field und na, eigentlich enthält das Field. Ne, das Field bauen war. Wo das denn? Das bauen wir ja direkt so in einem. Das heißt, da sehen wir den Loop jetzt gar nicht mehr in dem Sinne. Habe ich eigentlich inzwischen das Ding hier aufgeräumt? Mal kurz gucken. Ich wollte noch einen Haufen Code rausschmeißen, habe ich aber alles rausgeschmissen. Okay, gut. Also bei dem Generate Height Field, da sehen wir die Loops halt nicht explizit, die da drüber gehen. Okay, also machen wir es in dem Generate Bricks from Field. Also bei mir droppen sie jedenfalls gerade nicht. Also bei mir werden brav und stur 60 Hertz rausgesendet. Generate Bricks from Fields. Okay. So, da gehen wir nämlich über X und Y drüber und jetzt holen wir uns die Höhe und damit können wir unsere A, B, B bauen. So, irgendwo habe ich noch ein Offset integriert. Genau, das habe ich, glaube ich, noch gemacht. Ich habe noch hier so ein Offset integriert bei Request Bricks. Das heißt, wenn ich jetzt die requeste, dann kann ich ein Offset schicken und das brauche ich halt, wenn ich die hintereinander generiere. Ich könnte natürlich hinterher zu allen Positionen was dazu addieren, aber ich dachte, es wäre praktischer, wenn es direkt drin ist. Und das ist jetzt auch praktisch, weil dann nämlich die Bounding Box müssen wir auch nicht mehr transformieren. So, also das heißt, was ist so eine axisorientierte Bounding Box? Achso, dazu erstmal, falls das jemand nicht sagt, wenn man testen will, ob ein Objekt sichtbar ist, ja, dann hat man ja irgendwie so das Kamera-Frustrum. Also vielleicht kann ich das einfach mal von irgendeiner random Webseite klauen. Vielleicht einfacher zu zeigen. Frustrum, was sagt denn Wikipedia dazu? Hat die ein hübsches Bild dazu? Ja, da ist doch was. Genau, also das hier ist sozusagen, und das hier ist unser Kamera-Frustrum, ne? Also das Volumen, in das ich reingucke. Und das besteht eben aus 6 Seiten. Das ist halt ja, was ist das? Ein Pyramidenstumpf. Und alles, was da drin ist, ist sichtbar und alles, was nicht da drin ist, ist nicht sichtbar. Sozusagen. Und die Frage ist jetzt, wie finden wir schnell raus, schnell ist hier der wichtige Punkt, wie finden wir schnell raus, ob ein Objekt sichtbar ist oder nicht. Und die einfachste Möglichkeit ist, man testet
meistens nicht das Objekt selbst, weil es jetzt irgendwie schon ein bisschen hoffentlich ein komplexes Objekt ist, sonst wäre es mir egal, ob es sichtbar ist oder nicht, sondern man testet einen Proxy, also eine Approximation dieses Objektes. Und wenn man diese Approximation größer macht als das Objekt, ja, also sicherstellt, dass es auf jeden Fall da drin liegt, dann hat man einen konservativen Test. Das heißt, wenn dieser Proxy, das ist das umgebende Objekt, wenn das also nicht im Frustum drin ist, dann kann natürlich auch das andere Ding nicht drin sein, weil es eben kleiner ist. Und der Trick ist dann, dieses umgebende Objekt zwar nicht kleiner zu machen, aber auch nicht viel größer, damit man nicht false positive kriegt, also so viele, damit man nicht sagt, okay, es ist sichtbar, aber es ist in Wirklichkeit nicht da. Sondern da gibt es im Wesentlichen zwei oder drei Möglichkeiten, das zu machen, die irgendwie sinnig sind. Das sind Axis-Aligned Bounding Box, Object-Aligned Bounding Boxes und Bounding Spheres. Das sind so die drei populären Dinger. Ich gucke gerade mal, vielleicht finde ich dazu auch gerade was. Bounding Volumes haben wir da irgendwie. Bounding Sphere zumindest, dazu haben wir mal. Also das ist ganz einfach, was der Name schon sagt. Man baut eine Kugel um das Objekt rum, also es könnten Punkte sein. Gibt es hier vielleicht auch noch ein hübscheres Bild? Ne, gerade nicht. Aber ihr versteht die Grundidee, dass natürlich jetzt in 2D ist natürlich nur ein Kreis, ne? Aber in 3D ist ja lustig, see Bounding Circle, und dann haben wir trotzdem nur Bounding Circle Bilder. Naja, sei es drum. Also in 3D kann man eine Kugel um alle Objekte bauen. Das geht schnell, eine Kugel zu bauen. Also man nimmt einfach quasi den Mittelpunkt aller Werte und nimmt dann die maximalen Abstand. Da hat man Radius und Mittelpunkt. Übrigens, vielen Dank, Vera, für dein Abo. Das habe ich gar nicht gesehen, ist irgendwie untergegangen. Damit hat man eine Kugel, ja, und eine Kugel kann man auch relativ leicht gegen die Ebene testen. Ja, das ist relativ leicht, ist ein bisschen Untertreibung. Also man guckt, wie weit ist der Mittelpunkt von der Ebene entfernt. Und wenn der Mittelpunkt weiter als den Radius entfernt ist, dann ist die Kugel, schneidet die nicht die Ebene. Und wenn dann die Kugel auch noch außerhalb, also auf der richtigen Seite sozusagen von der Ebene entfernt ist, dann weiß man, dass die außerhalb liegt. So, also das ist eine Bounding Sphere. Bounding Spheres haben jetzt aber für unsere Situation den Nachteil, dass sie eine relativ schlechte Approximation sind. Also die werden ziemlich groß. Generell sind Bounding Spheres immer der einfachste, aber im Normalfall der schlechteste Ansatz in Bezug auf, wie konservativ der Test ist. Ja? Außer das Ding, was ich habe, ist zufällig sehr kugelähnlich. Ja? Aber das ist jetzt nicht so der Standardfall. So, die andere häufig verwendet ist die AABB, Axis-Aligned Bounding Box. Gibt es da zufällig in. Gibt es kein Bild, aber ich bin sicher, wenn ich das Image Search eingebe, dann bekomme ich schnell ein Bild. So, könnte ich auch meine Vorlesung aufmachen, aber hier haben wir sogar alle, ja, also die vergessen wir mal hier. Also Axis-Aligned Bounding Box ist, um Objekten halt eine achsenorientierte Box zu machen. Die wäre auch wieder diverse Vorteile. Ein Riesenvorteil ist, dass man sie sehr einfach speichern kann. Wie gesagt, Bounding Sphere ermitteln ist ganz einfach. Nimmst alle deine Punkte des Objektes, wenn es dann aus Punkten besteht, also aus Polygonen, ja, rechnest aus denen den Mittelwert aus, dann hast du den Mittelpunkt und nimmst dann den Punkt mit dem maximalen Abstand zum Mittelpunkt und das ist dein Radius. Also der Abstand der beiden Punkte und dann bist du fertig. Also das ist trivial zu bestimmen. So, die Axis-Aligned Bounding Box ist ebenso einfach zu bestimmen. Du gehst über alle Punkte, nimmst den kleinsten x, y und z-Wert und den größten x, y und z-Wert und das sind deine beiden Extrempunkte. Das ist also der hier und der da. Also das ist jetzt durch 2D, das heißt dann nur x, y. Die achsenorientierte Bounding Box ist es die minimale Kugel. Das kommt darauf an, wie du den Mittelpunkt bestimmst. Ja, also wenn du den Schwerpunkt nimmst, dann ist sie auch optimal. Ja? Wenn du jetzt wirklich das arithmetische Mittel nimmst, dann ist es wahrscheinlich nicht optimal. Nee. Also du müsstest das sozusagen ja, also den Schwerpunkt bestimmen. Da müsstest du aber, glaube ich, eine optimale Box rauskriegen. Ich überlege jetzt gerade. Also ich denke mir jetzt gerade so einen Fall, ne? Du hast ganz viele. Also wenn die gleichmäßig verteilt sind, dann spielt es keine Rolle. Ich überlege jetzt gerade den Fall, ich habe ganz viele Punkte an einer Stelle und einen so einen Ausreißer. Ne? Dann will ich natürlich den
den Mittelpunkt genau zwischen diese Punkt, zwischen die Punkte alle setzen. Also im Zweifelsfalle berechnest du deine achsenorientierte Bounding Box und nimmst davon die Mitte. Dann hast du das Optimum. Ja? Nimmst die minimalen Werte, die maximalen Werte und nimmst davon den Mittelpunkt. Dann kriegst du eine optimale Kugel. Ja? So, also jedenfalls achsenorientierte Bounding Box auch einfach. Ne? Kleinste x, y, z Werte, die müssen nicht vom selben Punkt kommen. Also nimmst du über alle Punkte die kleinsten x Werte, über alle Punkte die kleinsten y Werte, über alle Punkte die kleinsten z Werte. Ne? Dann bist du hier. Und genauso kriegst du den größten. Und da brauchst du halt, das ist ein bisschen aufwendiger hinterher, der Test, ja. Du testest dann nämlich nicht nur einen Punkt, wie bei der Kugel, da testest du halt nur den Mittelpunkt und checkst den Radius, sondern bei einer achsenorientierten Bounding Box, um rauszufinden, ob der auf einer Seite von der Ebene ist. Und das brauchen wir nur, wir brauchen nur einen Ebenentest, um hinterher unser Frustrum zu testen. Testest du einfach alle sechs Ebenen hintereinander, ja. Um das gegen Ebenen zu testen, musst du dann halt eben, brauchst du auch noch einen Punkt testen. Also für eine Ebene auf der rechten Seite testest du den Minimumpunkt, für eine Ebene auf der linken Seite testest du den Maximumpunkt. Ja? Da gibt es noch so ein paar nicklige Situationen, je nachdem, was man will. Ja? Es gibt bei diesen ganzen Fällen so, bei diesen ganzen Boxen unterscheidet man zwischen, will ich jetzt einen Test haben, der auf jeden Fall Sachen rejected, die außerhalb sind, liegen, ja, oder will ich wissen, ob ein Objekt innerhalb ist. Das ist witzigerweise nicht exakt das Gegenteil. Sollte man einfach meinen. Wenn etwas nicht außerhalb ist, dann ist es zwingend innerhalb. verrückterweise ist das nicht so. Und zwar folgende Situation könnt ihr euch relativ leicht vorstellen. Also natürlich ist nicht außerhalb innerhalb, aber in Bezug auf den effizienten Test interessiert einen das nicht so. Wenn ich nämlich folgendes habe, alle Punkte von einem Objekt von der Bounding Box liegen außerhalb meines Frustrums, ja? Dann muss das nicht zwingend heißen, dass das Objekt selbst nicht sichtbar ist. Ja? Warum? Weil die können ja, die eine Hälfte kann links außerhalb sein, die andere Hälfte rechts außerhalb. Ja, dann erstreckt sich das Objekt über die ganze Mitte. Das heißt, beim Test, ob es sichtbar ist, würde ich es dann auf jeden Fall nicht verwerfen. Ja? Auf der anderen Seite, wenn ich also einfach nur die kleinsten Punkte gegen die rechte Ecke und die größten Punkte gegen die linke Ecke teste, dann geht das schon gut, weil dann schmeiße ich das eine, dann sage ich, okay, wenn das irgendwo überlappt, dann könnte es eine Intersection geben, ja, und damit ist das für mich schon erstmal potenziell was ich rendern muss. Das heißt, wenn ein Objekt mit allen Achsen überlappt, dann würde ich sagen, okay, das ist eventuell sichtbar, ja. Oder gleich sehen, wenn ich es implementiere. So, jedenfalls das letzte praktikable Objekt, wie gesagt, konvexe Hülle und jetzt so ein irgendein beliebiges Polygon, kann man auch theoretisch nehmen, gibt es vielleicht auch in einigen Spezialfällen, aber normalerweise hört man hier auf. Objektorientierte Bounding Box ist dann im Prinzip eine Box, die man ist auch einfach nur ein Brick, ja, und diesen Brick erlaubt man aber noch, dass es eben sich mit dem Objekt irgendwie transformiert, also was im Allgemeinen bedeutet, irgendwie rotiert ist. Ne? Skaliert ist das ja auch, das ist ja nicht unbedingt immer ein Würfel, das ist ja eben, sieht man ja auch, oder im 2D nicht ein Quadrat, sondern, also skaliert kann es sowieso schon sein, also gestreckt in irgendeine Richtung, aber hier erlaubt man noch, dass es eben rotiert ist und dass die OO, ich kenne das nur unter OO, Object, OWB, genau, Object Aligned Bounding Box, die sollten im Allgemeinen besser sein als die Ex-Aligned Bounding Box, sonst haben wir irgendwas falsch gemacht, weil die kann natürlich auch so orientiert sein. Ja, das ist ein bisschen trickier. Dazu muss man dann rausfinden, in welche Richtung ist das Objekt denn am längsten. Ja, das heißt, man sucht sich die längste Richtung, das ist so die Principal Axis, und dann schaut man, wie sind die beiden orthogonalen Achsen. Was heißt ähnlich? Ähnlich wie eine Hitbox. Im Prinzip ist eine Hitbox normalerweise eine Bounding Box in irgendeiner Form. Ja? Ich weiß jetzt nicht, wie das bei Spielen eigentlich ist, ob das bei allen Spielen immer eine Bounding Box ist. Ne? Der Haken, also man will natürlich bei einer Hitbox auch möglichst schnell rausfinden, ob jemand zum Beispiel, der auf jemanden schießt oder so, ob der jemanden trifft. Ja?
Nun ist natürlich doof, wenn ich irgendwie hierhin schieße und das sagt getroffen, obwohl es nicht getroffen ist. Ja, das heißt, je nachdem, wie die Spiele gebaut sind, wenn die bei einem Test mit der Hitbox dann noch einen weiteren Test durchführen, um vielleicht doch gegen das ganze Objekt zu testen, oder eben es gibt welche, die tun es auch nicht. Ja, da reicht es, wenn man die Box trifft. Und an der Stelle ist jetzt die Frage, will man, wenn man diesen zweiten Test nicht macht, will man vielleicht die Box tatsächlich ein bisschen kleiner machen, um so eine Art Kompromiss einzugehen zwischen False Positive und False Negative, sodass sie sich so ein bisschen aufheben. Deswegen, also ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe nur schon mal drüber nachgedacht, wenn ich sowas implementieren würde, dann würde ich wahrscheinlich versuchen, irgendwie, weil wenn die halt größer ist, hat der, auf den man schießt, natürlich einen Nachteil. Ja? Also wenn ich mir jetzt den anderen Test sparen will. Wenn man die kleiner macht, dann hat der geschossen hat, einen Nachteil. Und ich hätte jetzt gesagt, so im Sinne von Fairness, sollte man das so machen, dass sich das so in etwa aufhebt. Ne? Kann man einfach über die Volumina bestimmen. Also hätte ich es gemacht. Ja? Aber wie dem auch sei. Was? Im Text stehen 13. Wo ist der Rest? Ich sehe noch 5. 13? 5? Ach so. Keine Ahnung. Ich habe hier einfach auf so eine random Webseite geklickt. Ich habe keine Ahnung, was. Das ist Bild 13. Das ist einfach aus irgendeinem Buch das 13. Bild. Ja. Also, wie gesagt, 5 sind schon echt viel. Mir ist auch nicht so ganz klar, warum man ausgerechnet jetzt ein Achteck nimmt. Also, naja, sei es drum. Vielleicht gibt es irgendein Spiel, was das verwendet. Gut, also jedenfalls, das war die Grundidee und ich denke, wir berechnen jetzt einfach diese achsenorientierte Ordnung. So. Und dazu. Da wir sowieso hier über das ganze Ding drüber gehen, also über die ganzen Teils, ja, über die XY, die Z-Koordinate ergibt sich halt ja aus dem aus der Höhe von unserem Höhenfeld, ne? Das kommt aus dem Height, können wir einfach die Minimum maximal bestimmen. Es gibt, man könnte auch ein Bounding-Ellipsoid berechnen. Ja, habe ich aber jetzt noch nicht gehört, dass das irgendwie praktikabel ist. Das ist so eine Mischung aus. Das ist so eine Art objektorientierter, könnte natürlich auch achsenorientiert sein, aber wäre so eine Mischung aus einem Sphere und einer Box. Wäre dann aber die Schnittpunktberechnung wieder komplexer. Ne? Wie dem auch sei. So, was hat so eine achsenorientierte Bounding-Box, die hat. Das sind einfach zwei Punkte, ne? Minimum, Maximum. Der Rest ergibt sich daraus, weil es ja achsenorientiert ist. So, und jetzt überlege ich gerade, in welchem Raum wir das machen. Ich würde es wahrscheinlich direkt in, ich schaue gerade mal, ob wir es halt in unseren Integer-Koordinaten machen, ne? Indem wir die ganze Zeit rechnen, oder ob wir es direkt in Floating-Point-Koordinaten machen. Es kommt so ein bisschen drauf an, mal kurz schauen, was wir. Dann weiter damit tun. Also wir müssen natürlich, wie auch immer diese Koordinaten sind, die hinterher noch transformieren, weil es bewegt sich ja. Das heißt, die Projektion jetzt nicht, aber die Model-Transformation, die müssen wir darauf anwenden. Also genau genommen die Model-View-Transformation, sprich das hier. Können wir lassen, hängt davon ab, in welchem Raum wir hinter den Schnittpunkt machen wollen. So, und ich überlege gerade, wann machen wir denn aus unseren Integer-Koordinaten mal Floating-Point-Koordinaten? An welcher Stelle machen wir das eigentlich? Also hier schreiben wir jedenfalls die noch raus. Das machen wir, glaube ich, irgendwo, wo wir die umrechnen in den Buffer dann. Ne? Gut, schauen. Muss irgendwie hin. Wahrscheinlich hier ist das die Gen Instance Data Funktion. Genau. Die kriegt. Genau, die kriegt. Also ein Int, super. Wird immer noch nicht besser. Wo ist das?
und macht daraus einen Float-Vektor draus. Der berechnet dann die Position von was? Eigentlich genau, achso, von den Stats, und zwar vom, glaube ich, Stat-Mittelpunkt oder so was ähnliches. Ist egal, ist dieselbe Transformation für alle Punkte, aber worauf lassen wir das los? Achso, das lassen wir tatsächlich auf die ganze gesamte Geometrie los. Ah, nee. Das, Quatsch. Das ist ja in unserer Instance Data. Das heißt, wo ist denn unser Shader? Hier irgendwo, ne? Das ist unsere Instance Position und auf die addieren wir dahinter noch irgendwas. So, VPOS, Instance POS, genau. Na, und da addieren wir. Also, das ist der Mittelpunkt von so einem Stat. Genau. Und da addieren wir halt immer die Offsets drauf von allen Positionen. Da kriegen wir uns echte Positionen, dann transformieren die ganze Mist. Gut. Das heißt, wir haben auf jeden Fall schon Code, der das in Floating Point umrechnen würde. Und dann benutzen wir den auch. Das heißt, wir machen dann wirklich unsere Bounding Box wirklich in echten Koordinaten. Also, das heißt, wir haben MinPos. Max Post, schauen wir uns mal aus. So. Gut. Wo war jetzt gerade dieser Conversion Call? Der ist in Simple Yak. Das heißt, auf den müssten wir ja hier zugreifen können, sobald wir den Brick gebaut haben. Das heißt, an der Stelle können wir das benutzen. Das bedeutet also, wir nehmen uns einfach mal den Mittelpunkt von so einem Brick raus. Wer muss was bringen? Die CPU lieber Integer, die CPU lieber Float. Die FPU ist egal. Ja, die FPU ist bei mir die CPU. Das gehört immer zusammen. Seit wann haben wir diskrete FPUs nicht mehr? 486er war die erste Intel-CPU, bei der die FPU integriert wurde. Das ist sowieso alles performance-unkritisch. So viel wiederum rechnen. Also das heißt, wir haben jetzt hier, wir rechnen also mal den Brick Center aus. So, das ist nicht Brick Size, sondern mal kurz gucken. Das hier müsste das sein. Ne? Also die sollten wir da gleich nochmal einen separaten Namen geben. Mal kurz gucken, was tun wir denn da eigentlich. Das sieht mir ganz gut aus nach dem Brick Center. Wir können auch mal gucken, was der Konstruktor von Simple Yak kriegt. Die Position, genau. Das ist der Center. Beziehungsweise, das ist die Integer-Position von diesem Brick, weil wir die ja 0, 1, 2, 3, 4 verteilen. Ja, gleich mal gucken. So, also jedenfalls geben wir dem Ding erstmal einen Namen. Wie mag der mich nicht mit dem einrücken, oder? Das kann nicht echt ernst sein, dass der Editor darauf besteht, dass ich das so einrücke. Das ist doch total scheiße, oder? Das gehört ja dahinter. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Also irgendwie so. Warum macht er das so fies? Ja. Okay, wir machen es so. Gib mir einfach noch einen Namen. Das kostet ja nichts. Const 3i. Was ist das denn dann? Das ist irgendwie die Relative Integer Post. So, und jetzt
jetzt von mir aus so. Bitte hier hin. Okay, gut. Ja, jetzt sieht die Einrückung auch ein bisschen besser aus. Dann können wir das sogar theoretisch so reparieren, dass nicht über den Rand rausbricht. Die 80 Zeichen ist da oben fix sicher. Also. So, jetzt haben wir jedenfalls die Integer-Post und den Mittelpunkt, den können wir jetzt natürlich umrechnen mittels dieses lustigen Calls hier. Und zwar von diesem Brick hier, das ist ja ein Yak32Brick. Brick heißt das dann wahrscheinlich sogar tatsächlich, ne? Wie heißt das in dem Manage Brick? Ja, es heißt dummer, was tatsächlich Brick, aber egal. Nehmen wir es hier mal M-Brick. Oder damit es nicht so dämlich klingt. Manage Brick. Das nochmal hier. Achso, Moment. Guck mal zurück. Das ist ja gar kein Manage Brick, das ist ja tatsächlich ein Sample Brick. Dann ist alles in Ordnung. Ich dachte, wir wären schon unten. Ne, dann, okay. Brick. Compute Double Start Boss. Das ist. Nee. Wird verwirrt. Das ist doch keine statische Methode. Wieso hat der. Kann auch gar keine sein. Wieso hat der so komisch geschrieben? Als ob es eine statische Methode wäre. Der hier Completion. Und das ist natürlich jetzt unpraktisch. Weil ja nicht vom Status berechnet. Dann bauen wir jetzt noch einen anderen Integer Post nach. Compute Global Post. Also die nimmt, die rechnet einfach den Mittelpunkt von dem Ding um. Und die können wir sogar. Die können wir sogar hier ausgeben lassen. In der Oberklasse. Und die Startpost, die kann das dann gleich benutzen. Irgendwie sollen wir das vielleicht mal ausgliedern in die lustigen Farbwerte. So. Das war übrigens sehr ähnlich, was ich da gemacht habe. So natürlich. So, und gucken wir uns das mal kurz hier an. Was wir hier eigentlich berechnen. So, das hier ist jetzt einfach schlicht POS X, POS Y. So. Ach nee, das kann man nicht, weil es für den allgemeinen Stein natürlich Breite und Höhe nicht gibt. Ja, okay, also kommen wir noch zurück. Doch eine virtuelle Methode. Mal zurück. Dann war es direkt so. Standard Pair. Ach, sehr vernünftig. So.
So. Darf ich sicher auch heute. Oder so viel Unsinn habe ich schon lange nicht mehr getippt. So, also das ist die Access Aligned Bounding Box und das ist eben. Also das ist jetzt nur die Access Aligned Bounding. Das ist nur die Access Aligned Bounding Box von einem Objekt. Jens Eimek. Wer ist das? ABB. Das ist eine Excellent Bounding Box. Das sind einfach zwei Punkte. So. Warum gefällt Ihnen das nicht? Noch mehr Wörter. Kunst. Was? No-Member Function. Non-Member. Ach so. Da fehlt noch. Das sind wir ja jetzt. So. Jetzt brauchen wir den kleinsten Punkt und den größten Punkt. Der kleinste Punkt ist einfach die Unterkante von unserem Brick, weil wir sind jetzt ja bei den Simple Yucks. Wir kennen jetzt genau die Geometrie. Der kleinste Punkt ist einfach die Unterkante, der kleinste X und Y und Z-Punkt ist einfach die untere linke Ecke von unserem Brick und die größte Y und X-Koordinate ist die Oberkante und dann das Z. Also die dritte Koordinate, das ist dann nochmal das plus die Höhe von unseren Studs. Ne? Dann haben wir genau die Bounding Box unserer Geometrie. So, das heißt, da müssen wir mal kurz überlegen. Bezieht sich dann alles auf diese lustigen Stud Spacing und sowas. Wo, an welcher Stelle lege ich eigentlich mal fest, wie hoch so ein Stud sein soll? Das ist auch irgendwo, haben wir das mal festgelegt. Ich kann mich da schon gar nicht mehr dran erinnern. Warum haben wir denn diese? Ah, da ist es. Stud Height. So, die müssen wir hinterher irgendwie dazu addieren. Also das heißt, wenn das Max-Min ist, das gehen wir am Ende irgendwie zurück. Dann muss auf jeden Fall von der AA, BB, von der Y, vom zweiten Second, das ist das Max dann, davon die Y-Koordinate, die muss hinterher um die Stud Height erhöht werden, dann stimmt die und jetzt können wir die Studs von jetzt ab ignorieren, also in dem Code hier dazwischen und können uns einfach auf das reine, wie nennt man das? Das Gegenteil von dem Nupsi halt, die Kram darunter, die Basis haben wir das genannt, ganz auf die Basis konzentrieren. Ja, ist diese. Dadurch haben wir das jetzt erfasst, dass es noch ein kleines Stück höher wird. Gut, so, wo liegen die jetzt, die Punkte? Die liegen irgendwie an der Position, mal Brick Scale, mal dieser relativen Position. Das ist schon mal nicht schlecht. Das heißt, irgendwie sowas wie AABB, machen wir mal die Minimum-Ecke. First ist gleich die Position. Min-Pos. Was Min-Pos müssen wir noch bestimmen. Und dasselbe mit Max-Pos. So. Und Get-Pos, das ist irgendwie, das ist das hier. Okay, gut. Und das ist auch in der richtigen X, Y und Z-Reihenfolge. Gut. Jetzt müssen wir noch Min-Pos und Max-Pos bestimmen, logischerweise. Jetzt gucken wir mal Min-Pos an. So, das ist minus 1,5 mal Brick Scale mal Breite. Also das ist vom Brick Scale aus die halbe Breite. Macht Sinn. Plus, das brauchen wir jetzt nicht. Das ist diese ganzen Stud-Kram. Das heißt, das haben wir aber irgendwo schon mal berechnet. Das brauche ich nicht nochmal. Das ist, glaube ich, das hier. Gucken wir mal kurz. Nee, das ist was anderes. Wo generieren wir die Instance-Data für die Base? Da ist das drin. Instance-Data. Data. General Instance-Data.
So, got the third space. Okay, just ist einfach, als ich dachte. Okay, das ist ja. Ach, die Position ist schon. Ach, Position mal Brick Scale. Das ist der Mittelpunkt. Und dann. Ah, okay, gut, ja. Das heißt also, das ist folglich die Center Post. Nehmen wir das mal so. So, und jetzt ist dann Min-Post ist gleich die Center-Post minus. Oh, kann man verlassen. Minus G plus G. Oder immer das was da heißt. So. Und hier ist das sogar schon integriert, das GetPost. Das heißt, das kann ich mir dann sogar schenken. Das bedeutet also, ich kann einfach direkt hier reinschreiben. Das haben wir sogar. Denn wir haben ja schon dieses Brick Scale und so, das haben wir hier oben überall schon drin. So. Das war eine schwere Geburt für ein relativ einfaches Stück Code. So. Ja, also wir berechnen den Mittelpunkt, gehen irgendwie so in die eine Richtung, in die andere Richtung. Und also gehen die Größe nach links, Größe nach rechts, also quasi diagonal, da haben wir die Eckpunkte. Und hier addieren wir noch auf die Höhe die Nupsis dazu und damit haben wir die Bounding Box um unser Objekt. Gut, das ist so eine typische Sache, hätte ich mir vorher mit 2 Minuten Gedanken gedacht, hätte ich es vielleicht nicht ganz so lange gedauert. Egal. Jetzt haben wir so Bounding Box für ein Objekt und wir haben ein paar Fehler. So. Genau, das wird natürlich jetzt hier eine ganze Ecke simpler, weil ich ja gerade direkt ein Compute Bounding Box gemacht habe. Compute ABB. Und das ist ein. Vielleicht soll ich dem einfach mal einen Namen geben. Und Type, das wolltet ihr nicht mehr haben. Was haben wir uns nochmal geeinigt? Was war das? War Using wollten wir machen, ne? Using. Ich habe schon wieder vergessen, wie deine Syntax war. Ja, schön. Das war irgendwie. Könnte nicht vielleicht der Editor mal so nett sein, mir das zu completen? Ah, da war es. Irgendwie. Old Type, New Type gleich Old Type oder sowas ähnliches, ne? Using, genau, name gleich type. So. ABB. So. Bill. Und das packe ich hinterher noch in, also diesen Typ, den würde ich wahrscheinlich hinterher mal in unsere Collision oder in unsere Intersect-Klasse packen. Das können wir einfach ausgliedern. So, dann hier ABB. Computer ABB klingt sinnvoll. So, und dann ist das hier natürlich auch eine AABB, wenn wir das schon so schön haben. Dann lassen wir das bitte auch so. Mag er da nicht? Achso, ist davon unused, klar. Jetzt nehmen wir davon einfach die First und vergleichen die. Ja, also das heißt AABB First. Ich gucke halt auf die Uhr. Mache ich das? Ja, machen wir das.
Warum will ich jetzt eine Klasse daraus machen? Weil ich dann einfach einen Merge-Befehl mache. Dann muss ich das, habe ich das hier. Das finde ich ein bisschen schöner. Also das heißt, public ABB, wenn dann richtig, nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Nee, na, nee, machen wir es jetzt basierend auf Vektoren. Weg, wollte es vielleicht noch templatisieren, aber min weg, max weg. Ich tue mir ein bisschen schwer, die Dinger min und max zu nennen, deswegen, weil die ja von diversen Bibliotheken verwendet werden, deswegen heißen die min weg, max weg, nur falls sich jemand wundert. So, Max, weg. Das war's, was wir zu tun haben. Konstruktor, dann brauchen wir natürlich die beiden Dinger noch. Es ist jetzt kein Grund, warum wir nicht public sein könnten, sollten. Also die brauchen wir eigentlich nicht schützen. Und dann macht es eigentlich auch keinen Sinn, dass das überhaupt eine Klasse ist. So, und dann gibt es ein. Okay, gute Nacht. So, und dann gibt es einen Merge Call. Der kriegt halt der kriegt halt eine andere A, B, B und merge die beiden. So, braucht eine neue Axis. Also der kriegt ja eine zweite Axis in deinen Bounding Box und merge die. Vielleicht hat sie Minima, vielleicht die Maxima. Other. So, und was. Ups. Was gibt es zu tun? Minback ist gleich Standard. Und da überlege ich jetzt gerade, haben wir nicht so kurz schon mal geschrieben? Also der 2. Von zwei Vektoren das Minimum nimmt. Komponentenweise Minimum. Bei meinen alten Vektoren hatte ich sowas. Deswegen. Ah, genau. Das ist doch genau sowas. Der kriegt ein A und ein B und berechnet mir einen neuen Vektor, der komponentenweise Minimum ist. Perfekt. Das heißt, MinVec ist einfach gleich. Vec 3 von meinem Min und dem anderen Min. Macht man. Das ist jetzt so wenig, das hätten wir vielleicht gar nicht in die Klasse rausschreiben müssen, aber ist egal, schadet ja nicht. Oh, Merge. So. Das fehlt. Ja, aber immer noch nicht hier, oder? Computer, BB. Oh. Das ist gut, dass das jetzt auffällt. Einer weniger oder ein paar weniger. So, der braucht jetzt einen Konstruktor. Ja, das habe ich eben schon gedacht. Da müssen wir sowieso was Sinnvolles reinschreiben. B. Punkt. So, wie gesagt, Max weg, die sind immer oben, die Nupsis, deswegen passt das. So, noch kürzer. So, das. Vielleicht dort gar nichts mehr vom Code übrig. Nächstes Problem ist noch eins, und zwar hier. Genau, da müssen wir gleich überlegen, was wir da Sinnvolles machen. Also irgendwie so ein Min-Max.
Also allumfassendes, aber hier können wir jetzt einfach schreiben. Das Ding heißt ABB und da sagen wir einfach, die mergen wir bitte mit der neuen. Merge. So. Wunderschön. Dann ist das schon fertig und jetzt bauen wir uns noch für die ABB einen Default-Konstruktor, der eine sehr, sehr große Bound nehmen und der sollte sinnvollerweise eine sehr kleine umfassen, damit beim Merge da was sinnvoll drauf. Das ist natürlich doof. Womit können wir die denn sinnvoll initialisieren? Am geschicktesten mit der allerersten. Was mal einfachste vom Code her, was mir so einfällt, ist. Also dann, die werden jetzt mit Nullvektoren initialisiert, das ist aber nicht besonders geschickt, weil der Nullvektor, der Nullpunkt muss ja nicht unbedingt mit drin sein. Deswegen mache ich das jetzt so. Inweg. Das passiert nur beim ersten Mal. Also wenn die beiden Vektoren gleich sind, dann haben wir diesen noch ungültige Box, dann weisen wir die einfach zu. Und ansonsten mergen wir die. Oder haben wir eine einfachere Möglichkeit herauszufinden, dass wir beim allerersten Brick sind? Wir können gucken, ob x und y gleich 0 sind. Das wäre. Das ist egal. Also so finden wir auch raus, dass das erste ist. Okay, damit berechnen wir eine Access-Aligned-Bounding-Box in Floating-Point-Koordinaten. Die sollen wir uns mal angucken, wie die aussieht. Schauen wir mal. So, die erste ist. Muss ich auspacken. Minus. Okay, das sieht gut aus, würde ich sagen. Das ist ein Brick ziemlich weit unten links. Das macht ja auch Sinn in unserem Terrain. Mit so einem ganz kleinen bisschen nach oben stehend. Okay, das macht auch Sinn. Und hier müssen jetzt etwas größere Werte sein. Also das ist minus 1014. Und das ist jetzt nur noch minus, also so ungefähr 25 oder sowas ähnliches. Ne? 14 plus 18, okay. Also es ist jetzt zumindest nicht völlig absurd an Werten, was da rauskommt. Und also das Ganze, die sind deswegen so groß, weil wir die hinterher noch kleiner skalieren. Ne? Also irgendwo haben wir, glaube ich, im. Das ist also in Ordnung. Überrascht mich jetzt nicht, dass so riesen Werte rauskommen. Wir haben hier so eine Skalierung drin. Ne? Also das heißt, unsere Positionen der einzelnen Steine, die sind riesig. Das ist in Ordnung. Okay, das sieht mir sinnvoll aus. Gucken wir mal, was dann als Gesamtbounding-Box rauskommt. Mit der wir im Moment noch nichts machen übrigens. So, und die sieht jetzt wie aus? Also macht Sinn. Der untere linkeste ist immer noch an der Stelle. Das hier ist ein bisschen kleiner geworden, soeben. Und, mal eben kurz gucken, dass wir unseren Zufall seeden. Das tun wir noch nicht. Sonst kriegen wir ja bei jedem Durchlauf was anderes raus.
Okay, also unser unterster, also erster Stein ist, hat natürlich dieselben XZ-Koordinaten, das ist klar, aber die hier kann variieren, die Höhe, die ist ja die einzige, die irgendwie variabel ist. Gibt's dann alles ausklappen? Nee. Zumindest finde ich es nicht auf die Schnelle. So. Also, wie gesagt, das ist nicht weiter verwunderlich. Das hier könnte noch ein bisschen fallen, weil der erste Stein muss natürlich nicht die volle Tiefe haben. Also ich würde erwarten, dass hinterher beim letzten, bei dem am Ende das ein bisschen kleiner noch wird und das hier könnte noch ein bisschen größer werden, aber und die wären natürlich auch größer, ja. Gut, gehen wir mal zum Ende. Genau, das ist noch ein bisschen gefallen, weil es noch einen Stein gab, der da drunter lag, aber die X- und Z-Koordinaten dürfen sich nicht mehr verändern. Und diese Koordinaten, ich hätte jetzt fast erwartet, dass da 1014 rauskommt. Beim Maximum, weil unser Gedönse da zentriert ist. Aber eventuell ist es das nicht, weil wir eine gerade Anzahl von Bricks genau. Ach so, die sind nicht zentriert, weil wir glaube ich, was für Bricks verwenden. Wir verwenden eventuell 2x2er Steine und die sind dann irgendwie unten links orientiert oder so. Okay, gut. Akzeptieren wir erstmal. Wir können es natürlich auch anders zeichnen, dann sehen wir. Macht vielleicht das Debug ein bisschen einfacher. Jetzt müssen wir gucken, dass die Exit-Align Bounding Box irgendwie da rausbekommen. So, Generate Bricks from Field, der schreibt ja im Wesentlichen in so eine Variable rein, ne? In diesen Color, schätze ich mal. Und das ist das, was wir hinterher abrufen. Bei GetBricks holen wir uns diesen Vektor hier. Und der macht ein Color Get. Okay. Das GetBrick sollte irgendwie noch zusätzlich unsere AABB zurückliefern. Ja, wieder auf die sinnlose Taste der Tastatur gekommen. Caps Lock. Mir kommt da gerade ein Gedanke, nämlich, dass der ja theoretisch Bricks verwerfen könnte. Nicht, dass er das schon tut, weil das die Methode ist, sondern wir sagen, die noch nicht implementiert ist. Aber da er natürlich welche verwerfen kann, kann es sein, dass unser Access-Aligned Bounding Box dadurch schrumpft. Das heißt. Diese Methode sollte natürlich sinnvollerweise erst die Exit-Align Bounding Box bestimmen. Okay, machen wir das so. Dann enthält die wenigstens schon mal was. Das ist ja schon mal nicht schlecht. So, das heißt, die iteriert jetzt über alle Bricks, die da drin sind. Das ist aber nicht viel Code, der da drin steht. So, wo war das jetzt nochmal? Apply the Color Linder. Und dann können wir uns auch diesen Kram da sparen übrigens, weil wir jetzt natürlich über alle Bricks iterieren können. Das heißt, dieser Color, der hat ja hier so einen Vektor. Da kann man es natürlich ein bisschen hübscher machen. Wie heißt, ich habe das falsche kopiert. Manage Bricks. Manage Bricks. Jetzt first. Ne, beginnen. Beginnen.
Das war was nennen Brick davon den Computer ABB. So, das ist unser Start. ABB. ABB. Starten wollen, dann wird das auch ein bisschen einfacher. For Const Auto Brick Managed Brick in Manage Bricks. Manage. So, und jetzt wir brauchen einen Default-Konstruktor. Das macht mich kirre. Weil ich ja ständig irgendeinen Schwachsinn reinschreiben muss. Also ich mache jetzt einfach mal einen Default-Konstruktor für die ABB, dass die im Nullpunkt liegt. So, so. Da kommen wir der Sache schon mal ein bisschen näher. Gut. Loop for email creates copy from. Oh. Böser Fehler. Danke für die Warnung. So, und da haben wir jetzt. Manage Brick. Das ist natürlich kein Pointer mehr. So, und jetzt müssen wir das nur. Yes. Get Bricks. Das wird sich vielleicht an der nächsthöheren Stelle bedanken. Und das Get kann natürlich direkt das liefert ja Ampere zurück. Das glaube ich noch nicht, aber gleich. Get und die brauchen wir natürlich nicht rauswappen, die können wir kopieren, das ist kein Problem. Standard make. Ja, wir müssen die trotzdem ist vor trotzdem sowas machen. BB, wir müssen die ja vorher noch löschen. Das heißt, ne, wir machen tatsächlich genau dasselbe. ABB. Ne, brauchen wir nicht, weil wir die sowieso beim Callbefehl resetten. Ist also okay. Die schießen wir raus. Standard make per temp. ABB, das frisst er nicht, weil es noch kein ABB gibt. Oder? Doch, gibt es. Warum frisst er das nicht? Variable conversion. Warum ist das jetzt keine? Overloaded Function Type to. Ach so, na. Make pair one. Ja. Da. Temp. Durch der Typ rein. So. Und warum mag das jetzt schon wieder nicht?
das muss einfach nur weg. Dann ist der Code schon mal in Ordnung, aber. Hä? Was genau ist jetzt das Problem? Sieht jemand? Ich sehe es nicht. Ist doch genau das Paar, was ich machen will. Cam, das ist mein Manage-Jack-Vektor, ABB. Hoffe ich zumindest mal schwer. Ist mein ABB. Sollte doch genau der richtige Call sein. Kriegt man hier irgendwo dazu, dass er ein bisschen gesprächiger ist? Warum, was er denn denkt, was da reingehört? Candidate, no wire, no coverage from server to standard. Nee, nee, das, also das sollte ich wahrscheinlich immer früher oder später mal inkluden. Aber, also, hier geht es automatisch. Nee, doch, die musst du auf jeden Fall mit angeben. Ich gerade was ganz Seltsames mache ich gerade. Also er sagt halt, das hier passt nicht dazu. Die kann er auch automatisch, aber ich kann die auch angeben. Also das ist nicht. Also ich kann mein Template die immer angeben, wenn ich das will. Jetzt sagt er mir halt, was er. So, jetzt target hier Fehler ohne Ende. Jetzt target ein Fehler. No match to make pair. Also das ist das, ne? Oder ist das noch der von eben? Jetzt habe ich jedenfalls witzigerweise zwei Fehler. So, wo fängt das eigentlich an? Da. Error no while we confirm terrain manager get bricks. So, Moment, Sekunde. Passt das vielleicht nicht? Okay. Naja, das Auto hilft uns ja jetzt auch nicht viel. Irgendwann müssen wir ja mal auf die Member zugreifen. Außerdem, wenn der Typ ein anderer ist, dann will ich gerne wissen, dann ist nämlich irgendwie der Hakt nämlich irgendwo anders. Ich denke, er will eine Referenz auf das erste Objekt haben und kriegt aber keine Referenz, weil das ja eine lokale Variable ist, die er da nicht zurückgeben kann. Ist das das Problem? Also das Problem ist nicht dieser Baucall, den kann ich machen. Ja, also ich denke, dass das Problem ist, dass es nicht zur Rückgabe passt. Ne? Also, gucken wir mal, Auto-Test. Schauen wir mal, wo er jetzt knallt. So. Okay, gut, das ist ein ganz anderes Problem. Das ist natürlich klar.
Schauen wir hier mal kurz First hin, damit das schon mal gut geht. Also das succeedet jetzt lustigerweise. Na, wenn. Wo ist ja mein dummer Color? So. Na, also der Typ passt schon dazu. Das geht auch. Okay. Geht jetzt auch. Und was genau ist da jetzt anders als vorher? Also außer, dass ich jetzt in dem anderen Fall das gefixt habe, aber das kann es ja wohl nicht gewesen sein. Hä? Was bitteschön habe ich jetzt geändert? 262. Also, außer dass ich jetzt sinnloserweise ein Ausruf, Semikolon zu viel habe. Das war das, was ich ursprünglich mal hatte. Das ist mir noch falsch. Also, okay. Sechs. Hatte ich das nicht eben da stehen? Naja. Sei es drum, so wollten wir es ja auch nicht haben. Naja, das ist ja immerhin ein Syntaxfehler. Ja, das aber das nee, also hier, das ist ja ein CPP-File, das hat er ja vorher kompiliert. Das heißt, das CPP-File sieht er ja nicht, sieht er nicht an der anderen Stelle, aber egal, was soll's. Schön, dass es jetzt geht. Mache ich mir jetzt auch keine Gedanken drum. So, jetzt müssen wir aber da, wo wir das benutzt haben, sollen wir natürlich nicht einfach nur das First Element uns immer holen, sondern da müssen wir uns beide holen. Kurz schauen, an welcher Stelle brauchen wir das? So, das kommt jetzt zweimal vor, weil wir hier. Okay, das einmal beim allerersten Push und dann bei dem Push. So, und jetzt pushen wir in den Manager das komplett rein mit Bounding Box. Den Call bauen wir jetzt weiter auf. Manager. Wo ist der Push Call? Ist zu viel. So. Und Push, 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 wo bist du? Hätte man fast drüber nachdenken können, ob man dem Typ auch einen Namen geben soll. Instance Data. So. Bricks das erste Mal. Bricks. First. Sollte jetzt theoretisch gehen. Wo ist er? Okay, so, ich muss mit dem Second hier was machen. Die speichern wir jetzt in den Instanz die Informationen. Ja.
New Instance. Und BB gleich A gleich nicht A. Doch. So, dann ist die glücklich da gekommen und die Instanz Data. Und die können wir dahinter fragen, bist du sichtbar? Ich möchte die Typen der Argumente nicht die Typen vom Pair vermutlich als von Referenz übergeben. Okay. Gut, danke. Nur, was ich immer noch nicht checke, das, warum, nachdem ich es dann weggelassen habe, es dann nicht funktioniert hat. Aber vielleicht habe ich da irgendwo noch ein dummes anderes Zeichen zu viel. No Member ABB habe ich nicht gerade Member ABB erzeugt. Moment. So, okay. Weiter. Sehr schön. So, jetzt ist das irgendwie dadurch durch die ganze Hierarchie getröpfelt, die Excel-Bounding-Box ist jetzt schließlich und endlich in der Instanz angekommen. So, und dann möchten wir, sollen wir den JAC-Manager müssen wir dann jetzt quasi fragen, ob das Objekt sichtbar ist. Also da sind die jetzt schließlich und endlich drin gespeichert. Und da wollen wir jetzt wissen, ist das sichtbar oder nicht? Und wenn es nicht mehr sichtbar ist, dann soll es eigentlich entfernt werden. Das heißt, wir können sozusagen auch ein Autopop nenne ich das jetzt einfach mal. Beim Rein ist es uns ja eigentlich egal, wann es sichtbar wird. Wir generieren es einfach. Wir generieren es ja sowieso vorab. Das heißt, wir generieren einfach immer ein Terrain-Teil zu viel. Und entfernt werden muss es, sobald es nicht mehr sichtbar ist. Und das nenne ich jetzt einfach Autopop. Das heißt, wir checken, ob wenn das erste Teil in unserer Hierarchie, wenn also nur das erste Teil entfernt war, wir gehen ja davon aus, dass wir irgendwie so darüber fliegen, sonst hätten wir ja hier sowieso keine Queue machen dürfen mit dem Push und Pop. So, das heißt, wir prüfen das erste Teil, ob das noch sichtbar ist. Wir machen also einen Check der Access-Aligned Bounding Box gegen das Frustrum. Das heißt, dem Autopop müssen wir auch gleich das Frustrum übergeben. Und dann soll das da rauskicken. So. Und das kann auf jeden Fall mal ein Boolean zurückliefern, ob das was gepoppt hat. Wenn ja, dann generieren wir nämlich was Neues. So, das heißt, in dem Main machen wir jetzt in dem Animate. So. Also wenn ein neuer Break fertig ist, fügen wir ein. Okay, das ist schon gut. If Manager Punkt Autopop, wenn das true ist, dann sagen wir, wir machen mal ein neues Brick klar. Das heißt, da machen wir ein Request Bricks. Das liegt jetzt momentan auch noch auf der Tastatur. Ne? Dann bauen wir uns einen neuen Offset, generieren Manager. So, dem müssen wir hier, wie gesagt, gleich noch die Matrizen übergeben. Wäre sowieso geschickter. Bisher berechne ich die hier. Wäre aber eigentlich geschickter, die in Animate zu berechnen. Da soll die ganze Animationsdeck ablaufen. Und dann requesten wir einen neuen Brick. Und sobald der fertig ist, fügen wir den in den Manager ein hier. Gut, dem Autopop müssen wir jetzt dann nur noch was übergeben. Was übergeben wir dem sinnvollerweise? Unsere
Unser Frustum, jetzt ist die Frage, was ist das Frustum? Das Frustum sind ein Haufen Eckpunkte. Ne? Ich sagte ja schon, der Test kriegen wir heute nicht mal mehr hin. Ey, das ist so traurig. Hat so lange gedauert, die Bounding Box zu brechen. Aber vielleicht überziehe ich ein bisschen. Ne, unser Frustum ist ja, habe ich es noch offen, ist ja ne, diese lustigen sechs Ebenen da. Jede Ebene besteht aus drei Punkten. Ja, also zum Beispiel, man kann eine Ebene durch drei Punkte definieren. Das heißt zum Beispiel die Front Clipping Plane. Das sind einfach die vordersten Punkte. Also die Frontebenen sind ja vier Punkte. Dann nehmen wir uns einfach drei x-beliebige raus. Das sind schon mal die vorderen. Die rechte sind zwei plus ein hinterer. Die hinterer sind, was weiß ich was. Hinten rechts die beiden und der ein linker Punkt und so weiter und so fort. Ne? Da muss ich da einfach x-beliebige Punkte rausdrehen. Jedenfalls, das Autoprop muss einen Haufen Transformationen kennen. Es muss erstmal wissen, was haben wir mit unserer Welt gerade gemacht. Das bedeutet also, wir müssen. Warum übergebe ich eigentlich den Viewport hier jedes Mal? Das ist völlig unnötig. Das kann man einmal machen und dann muss man das machen, wenn man die. Wenn man das Fenster resized. So, das verschieben wir erstmal. Wollen wir das mal ein klein wenig auf. So, ich glaube, ich habe es gemacht, damit ich den noch einmal holen muss. Aber machen wir einmal am Anfang. Und das machen wir. Da gibt es eine Methode. Virtual. Virtual. Void. Das kann man nicht completen, ne? Irgendwie resize. Ja, da war's. Dann ist es schon ein bisschen aufgeräumter. Wenn der Maus fehlt, irgendwann brauchen wir vielleicht schon. So, dann ist der Feld das schon mal weg. Aber das Ding brauchen wir trotzdem noch. Hier brauchen wir New View und Model. Das heißt, wir können das erstmal alles munter wegschieben. In das Animate rein. Hier aktualisieren wir dann die Animation Time. Berechnen. View und Model. View und Model. Model und das können wir dann hier verschieben. So. Non-constant. So, jetzt gucken wir mal, wo es überall knallt. So, non-constant cannot be narrowed down from. Achso, dass das ein dummer Double ist. Gut, unnecessary projection. Okay. Ja, die sollten wir vielleicht auch noch haben. Model View und Projection wäre vielleicht ganz gar nicht schlecht. Haben wir den Content Stick. So. So, jetzt kennen wir da die ganzen Matrizen. Das so auf. So. Das Auto brauchen wir im Moment nicht. Ah, machen wir aus. Okay, gut. Dann haben wir das jetzt hier. So, und jetzt müssen wir gucken, dass wir dem Autoprop das übergeben, was wir wollen. Die Frage, was wollen wir dem übergeben? Also zunächst mal würde ich vorschlagen, die Model View zu übergeben. Das ist das, mit dem wir hinterher alles transformieren müssen. Mal Model. Und das ist natürlich View mal Model. Hast Schuld. Ah, nee, ist okay. Das muss so sein.
So, damit transformieren wir hinterher das Objekt. Und jetzt müssen wir noch irgendwie, also wir könnten jetzt entweder 6 Punkte übergeben oder wir könnten die View Matrix übergeben. Jetzt über, und die Projection brauchen wir hier. Jetzt überlege ich gerade, wenn man sich mal die Projektionsmatrix, also die Frage ist, wie kommen wir am einfachsten an die, an ein paar Punkte vom Frustum? Ist 95 eine Zuweisung? Ja, das soll zumindest mal eine werden. Danke. Das ist eine interessante Frage. Wie komme ich am einfachsten an die an Punkte von, also ich kann natürlich die Punkte direkt übergeben, also die weiß ich. Hier zum Beispiel, das sind die Koordinaten, das sind die Z-Koordinaten der Far-Clipping-Plane, ne, das sind die Z-Koordinaten der Near-Clipping-Plane. Und ich überlege nur gerade, wenn man sich einfach die Matrix anguckt, wenn man sich einfach dies, zum Beispiel, was weiß ich was, View mal Projection anguckt, kann man dann einfach aus dieser 16 mal 16 Matrix die Eckpunkte des Frustums rauslesen. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Aber prinzipiell müssten wir das bekommen, denn die bildet ja das Frustum ab auf den Einheitswürfel. Ne, also kurz mal überlegen, was tun denn eigentlich diese Matrizen? Die Projektionsmatrix bildet unseren die bildet das Frustum ab auf den Einheitswürfel, also auf den Würfel von minus 1 bis 1. Das ist so der Sinn und Zweck dieser Matrix. Das bedeutet, wenn ich die inverse Projektionsmatrix ausrechnen würde und würde von der einfach die würde die mit meinetwegen minus 1 0 multiplizieren, also minus 1, 0, 0 zum Beispiel, dann würde ich die vordere linke Ecke kriegen und mit minus 1, 0, 0 brauche ich die natürlich nicht multiplizieren, sondern das sehe ich ja, das ist einfach die Summe der ersten Zeile mal minus 1. Und in der Frage, geht es irgendwie noch einfacher? Wahrscheinlich ist die Matrix zu invertieren teurer als einfach die Punkte auszuwählen. Okay, in dem Fall übergehen wir jetzt einfach mal, was müssen wir dann an Punkten übergeben? Da müssen wir ganz viel übergeben, ne? Um so ein Frustrum ist definiert durch 8 Punkte. Vorne 4, hinten 4. Machen wir es einfach mal so. Ist dann, und ich denke da nochmal, da komme ich jetzt in den nächsten 5 Minuten, glaube ich, nicht drauf. Ich denke nochmal draus, ob man, wie man diese Punkte möglichst, ob man die irgendwie schöner berechnen kann. Habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht. Geht aber wahrscheinlich auch irgendwie. Also kann man garantiert leicht ablesen aus der Matrix oder der inversen Matrix. So, machen wir es jetzt erstmal so. Also, jetzt wissen wir jedenfalls. Points. Das Wichtigste ist mir jetzt ohnehin erstmal, dass wir die Signatur von der Funktion jetzt haben. Das heißt, wir haben Mat4 und Standard Array. Da können wir die nämlich auf der anderen Seite schon mal fertig schreiben und hier füllen wir das gleich, füllen wir das noch mit Leben. Terrain, Terrain, Terrain. Und nochmal kurz zurück. Wenn wir hier Model View nehmen, brauchen wir hier natürlich nur noch die Projection zu betrachten, weil wir schon im View Space sind. Das heißt, die Frustum Points beziehen sich sogar nur auf die Projektionsmatrix. Gut. Das ist im. Kriegst nochmal einen Manager, ne? Autoprop, genau. So, das kriegt jetzt eine Mat 4.
Referenz, das ist die Model View, und kriege dieses Ding hier. Auch natürlich als Referenz. Passt gerade so. Ah, hier haben wir es noch gar nicht geschrieben. So, so. Und wie kann das hier, die Kanal da. Neuer Versuch. So. So, mal eben kurz einmal laufen lassen, ob wir nicht irgendwas Böses kaputt gemacht haben. Da der jetzt mal false returned, passiert da nichts Schlimmes. So, der läuft über unser erstes Array, dann passiert nichts. Ich kann jetzt natürlich von Hand eins hinzufügen und das da entfernen. Gut, also, zumindest machen wir schon mal nichts Böses. Und jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir hier im Prinzip unser AABB nehmen vom First Element, ne? Und zwar, das ist ja in unser Queue. Also wenn die leer ist, brauchen wir gar nichts zu machen. Sollte eigentlich nie passieren, aber hier trotz. Checken wir erstmal sicherheitshalber. Dann haben wir natürlich nichts getan. Beziehungsweise wir können natürlich sagen, wenn die leer ist, dann wäre es mal Zeit, was reinzupacken. Ne? Ja, das ist eine gute Frage. Also sagen wir erstmal fort. Also wir holen jedenfalls nichts raus. Bleiben wir mal bei der Definition von dem, was wir tun. So, dann nehmen wir jetzt dann wissen wir jetzt, da ist was drin, also können wir auch den Beginn holen, beziehungsweise, warum mache ich eigentlich immer Beginn statt Run? Run ist doch, glaube ich, ein bisschen schöner, weil es eine Referenz liefert, oder? Naja, egal, soll ich so mit ganz gerne Beginn. Und was kriege ich hier für seltsame Funktionen? Das müsste doch jetzt ein ManageBrick sein. Wieso kriege ich hier so seltsame Operatoren da drauf? Moin! So, was sind unsere ManageBricks? Ist ein SharePointer. Okay. Das ist jetzt ein Pointer von einem Pointer. Dann vielleicht doch lieber Front. Sonst müssen wir es zweimal dereferenzieren. Keine Lust drauf, ein Sternchen hinzutippen. Front. Und das jetzt hier, genau, und dann geht's. So, davon nehmen wir die ABB und die testen wir gegen alle sechs Seiten. So, und da müssen wir jetzt, so, und was machen wir dazu? Wir brauchen die normale der jeweiligen Seite. Also nehmen wir mal, wir hätten schon eine normale. Die müssen wir uns gleich berechnen aus den Punkten noch. Was ist das? Das ist ein Vec 3. Normal. So, wie findet man jetzt raus? Okay, jetzt sind wir wirklich angekommen bei der Berechnung dieser, ob eine Bounding Box innerhalb oder außerhalb vom Frustum liegt. Okay, also, wie machen wir das? Hatten wir eben so ein Bild. Mal kurz. Frustum. Okay, okay, tut ja auch. Frustum Cunning ist sogar gar nicht schlecht. So, also hier ist unser Frustum und jetzt nehmen wir uns davon irgendeine beliebige Seite. Gibt es davon vielleicht auch ein 2D-Bild? Das kann ich es einfach erklären. So eine Aufsicht wäre schön. Ja, das, achso, wir sind bei
Culling nicht bei. Okay, na sei es drum. Also wir haben halt hier diesen distorteten Würfel mit seinen sechs Seiten. So, und jetzt nehmen wir uns zum Beispiel die rechte Seite, ja, und nehmen uns jetzt den Minimumpunkt von unserer Bounding Box und checken, auf welcher Seite von dieser Ebene liegt der. Ja, das heißt, wir müssen jetzt machen sowas wie Test von Punkt also Punkt gegen Ebene und müssen rausfinden, auf welcher Seite liegt Punkt. So, wie macht man das? Man bestimmt die Distanz des Punktes zur Ebene und guckt sich davon das Vorzeichen an. Ja, also die Distanz ist natürlich normalerweise nicht vorzeichenbehaftet. Abend, morgen. Die Distanz ist normalerweise nicht vorzeichenbehaftet. Man nimmt also die vorzeichenbehaftete Distanz zu einer Ebene und guckt, ist die positiv oder negativ. Wenn die negativ ist, also kommt, wenn wir jetzt mal sagen, die normale zeigt nach innen, dann bedeutet eine negative Distanz, wir sind außerhalb des Objektes und dann können wir das Ganze rejecten. Das heißt, wir müssen irgendwie sowas machen wie, wir müssen die Distanz bestimmen. Ja, schreiben wir das ruhig mal so auf. Const load dist. Ja, also die bestimmen wir gleich noch. Schreibe ich erstmal hier hin 0. Also das ist genau das, was gleich zu tun ist. Ja. So, und anschließend, und wenn wir das gefunden haben und die Distanz von was? Okay, machen wir es gleich mal. So, und wenn dieses Ding, also wenn diese Distanz, wenn die jetzt kleiner ist als 0, ja, ist sie natürlich jetzt nicht, weil es gerade 0 setzt, ist egal, dann können wir direkt rausspringen. Dann können wir direkt poppen. Nein, die Streaming Size hat sich nicht verändert. Wir sind einfach, wir überziehen einfach gerade ein bisschen. So, so, für den Fall, dass das kleiner ist, dann haben wir einen Reject-File. Ja, das bedeutet also, wir sagen sowas wie Reject gleich true. Ja, sinnvollerweise erzeugen wir das mal. Reject gleich false. Und wir breaken. Wir werden gleich sehen, das Ganze hängt in Loop drin. Dann springen wir. Raus. Ja, und hier unten haben wir sowas wie if reject. Erstmal return wir reject. Ja, wenn wir was. Warum will er das jetzt indenten? Ach so, wegen dem. So, wenn reject, dann poppen wir das Ding. Das heißt, da rufen wir einfach pop auf. So. Und das reject können wir auf jeden Fall zurückliefern. Aber wir können theoretisch auch hier sein, return true und else false, aber es macht ja keinen Sinn. So, gut. Ne, das heißt, wenn das verworfen wird, entfernen wir es und sagen, wir haben gerade was gepoppt. Sehr schön. So, unsere Default-Annahme ist, dass wir nichts zu poppen haben. So, wir berechnen also die Distanz. Und zwar, warum sage ich jetzt, wir springen aus dem Loop raus? Weil wir das eben ein paar Mal machen müssen. Ja, wir berechnen die Distanz halt eben zu jeder einzelnen von diesen sechs Ebenen. Ne? Das heißt, wir machen hier irgendwie so einen Loop von 1 bis 6 und müssen dann eben das Minimum und wir müssen dann immer geschickt Minimum und Maximum testen. Also die rechte Seite gegen das Maximum, die hintere Seite gegen das nee, Entschuldigung, die rechte Seite gegen das Minimum, die hintere Seite gegen das Minimum und die Oberkante gegen das Minimum und bei den anderen Seiten immer gegen die Maxima dieser Access-Aligned Bounding Box. Ja. Das heißt, wir brauchen irgendwie sowas. Die AABB haben wir ja schon, beziehungsweise die holen wir uns nochmal, damit es ein bisschen einfacher ist. Gerade hatte ich sie noch. Habe ich das weggemacht? Schade eigentlich. Naja, egal. AABB. Ein bisschen weniger tippen. Referenz. AABB. Und das ist die vom Manage Bricks Front AABB. So, dann haben wir da quasi schon mal eine Abkürzung drauf. So, und ich versuche jetzt gerade zu überlegen, wie wir schön den ersten und zweiten Teil da aussortieren. Also dazu ist es wahrscheinlich geschickt, das ein bisschen zu konvertieren. Das heißt, wir machen ein Const Standard Array.
Array bestehend aus zwei Vec2, Vec3, 2. So, und das ist unsere Array, AABB. So, und was ist das jetzt? Das ist einfach schlichtweg abb. Jetzt, vielleicht kann ich mich geschickt anstellen. Max weg, min weg. Ich glaube, das ist geschickt, ja, so rum zu machen. So, warum mache ich das jetzt? Weil ich jetzt über die 6 Seiten iteriere. Ja, also jetzt kann ich halt sagen, AABB von 0. Ja, das konnte ich jetzt hier damit nicht machen. Und warum will ich das? Weil ich jetzt über die 6 Seiten iteriere. Also for size t i oder site gleich 0, site kleiner als was zum Point von Size, ich kann 8 schreiben, das muss so sein. Ja. Site plus plus Size. So. Und jetzt wollte ich sowas machen hier. Site div. Nee. Doch, Site geteilt durch 3. Dann bekomme ich nämlich bei den ersten. Entschuldigung. Das ist Blödsinn, was ich da mache. Die 8, sonst die 6 Seiten. So, und jetzt habe ich hier nämlich ein Const, Vec 3, Corner, das ist die. So, also das ist jetzt der Eckpunkt, und zwar ist das bei den ersten 3 Seiten, geht das nicht? Also wenn ich tippe. Bei den ersten 3 Seiten ist das dann halt das Maximum und bei den zweiten 3 Seiten das Minimum. Ne? Wenn ich das so schreibe, ist ja eine Integer-Division, das heißt, da kommt 3 mal 0 raus und 3 mal 1. Ne? Ich weiß nicht, ob das so eine super bahnbrechende Idee ist, aber das war vielleicht sogar mein Gedanke hier. Ne? Damit kriege ich bei den ersten, jetzt muss ich mir nur noch aus diesen 8 Punkten die ersten 3 Ebenen die 6 Ebenen bauen. Ja, und das irgendwie so, dass ich mit dem Array indizieren kann. Das heißt, das hier kann ich jetzt auch schon mal schreiben. Da kommt also irgendwie eine. Warum ist an Stelle nicht einfach Standard jetzt in Array und kein Standard Pair? Weil ich beim Standard Pair das nicht indizieren kann. Ich kann nicht sagen, das kann ich nicht machen. Also hat sich vielleicht schon beantwortet die Frage dadurch. Ne? Aber das war die Idee, dass ich eben versuchen möchte, ich möchte die auf die Dinger jetzt mit Zahlen zugreifen. So, deswegen diese komische Geschichte hier mit dem Array. Gut, ich weiß nicht, ob ich ehrlich, ich will das halt gerne in einem Loop lassen. Ich könnte natürlich auch diese 6 Fälle untereinander schreiben, und dann könnte ich bei den ersten 4 das erste nehmen und bei den zweiten das andere. Ich hoffe, ich schaffe das in Loop zu lassen, weil jetzt wird nämlich lustig, wie ich diese Ebenen berechne. So, nochmal, aus was besteht eine Ebene? Das heißt, aus 6 Punkten, aus 3 Punkten. Jetzt muss ich also irgendwie diese Frustum-Punkte mal, muss ich mich mal entscheiden, wie ich die nehme. Und ich mache das jetzt einfach im Uhrzeigersinn. Die vorderen 4 sind die ersten 4 und die hinteren 4 sind die, die zweiten 4 in diesem 8-elementigen Array. Ne? Und wir fangen mal oben links an und gehen die durch. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich noch nicht so genau. Aber gucken wir mal. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal auf jeden Fall 3 Punkte, um eine Ebene zu machen, beziehungsweise wir können auch direkt 2 Vektoren machen. Ne? Das sind die beiden. Wie definiert man eine Ebene? Nochmal ein Punkt und eine normale. Und um die zu kriegen, brauchen wir jetzt erstmal 2 Vektoren in der Ebene. Um 2 Vektoren zu kriegen, brauchen wir 3 Punkte. Ja? Also brauchen wir irgendwie, wir müssen uns jetzt 3 Punkte aus diesen 8 Punkten da jeweils raussuchen. So, und dazu sollten wir die Reihenfolge so wählen, dass wir hier schön rechnen können. Gucken wir mal, ob ich das hinkriege. Das könnte jetzt echt prickelig werden. Also P0,
nenne jetzt einfach mal so. Klar kann man auch ein Array machen, aber ich schreibe das jetzt mal aus. So, P0, P1, P2. So, nehmen wir an, wir hätten die. Vertagen wir das Problem mal wieder. Nehmen wir an, wir hätten diese drei Punkte. Dann ist klar, wie wir die normale bestimmen. Die normale ist P0 minus P1. Das ist der Vektor von 0 nach 1. Ne? P0 minus P2 ist der Vektor. Das ist der Vektor von 0 nach 2. Das Kreuzprodukt zwischen den beiden. Ist der Vektor, der senkrecht da drauf steht. Linear Algebra. Hat irgendeine x-beliebige Länge. Das heißt, die normalisieren wir noch, damit wir eine normale kriegen. Normalize. Ich glaube, so ist das. Passt das? Mal gucken. Vektor 3 Normal. Das ist auf jeden Fall die normale. Und in welche Richtung die zeigt, das liegt daran, wie wir P1, P2 wählen. Da müssen wir noch gucken, dass das alles so zusammenpasst. So. Das ist schon mal unsere Operatoren. Das ist gut. So, das ist unsere normale. Und P0 ist dann unser Ortsvektor. Ne? So, jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir die hier bilden. Also für vorne, wenn wir jetzt sagen, wir fangen oben an, dann nehmen wir jetzt die untere linke Ecke, sagen wir, wir fangen unten an. Das ist, glaube ich, geschickter. Das wäre dann nämlich einfach zum Punkt. Ich schreibe das jetzt mal rein. Das funktioniert natürlich noch nicht mit den fixen Indizes. Die müssen hinterher irgendwas mit Zeit zu tun haben. Aber ich schreibe es jetzt erstmal einfach so rein und gucke, ob ich irgendwie eine Reihenfolge finde, die geschickt ist. Also wenn ich das so mache, ja, dann hätte ich den ersten unten links, dann den zweiten darüber. Und das wäre also dann Punkt P1. Und Punkt P2 wäre der rechts davon. Wir können ja auch zwei nehmen, ist egal. Es ist einfach ein x-beliebiger anderer Punkt, muss das sein. So, das würde theoretisch uns zwei Vektoren vorne geben und das würde passen. So, jetzt müssen wir überlegen, das funktioniert natürlich nicht mit Zeit. Jetzt können wir sowas Lustiges machen wie Zeit plus dem Ganzen. So, mal gucken. Also das klappt natürlich noch beim ersten Teil, ist klar. Da ist ja Zeit 0. So, jetzt haben wir die, ich muss mir das aufschreiben. Also vorne habe ich jetzt gesagt, ist das 0, 1, 2, 3 und hinten ist das, ich mache es mal auf dem Monitor, dann könnt ihr mitsehen, was ich davor habe. Da wird nie und nimmer klappen. Schlimmstenfalls brauchen wir eine Lookup-Tabelle. Was nehmen wir dazu? Ich rechne einfach mal aus, was passiert denn. Mal gucken, ob wir es einfach so trivial machen. Was kommt denn da raus bei? Okay, das funktioniert schon mal nicht. Jetzt kommt bei Side 1 käme raus der Punkt 1, 2, 4. Das wäre schon mal. Zwischen ist mein Dings hier geladen. Sehr schön. So. Egal. Irgendwas. So, irgendein Canvas brauche ich. Komm her. So, also eine Möglichkeit wäre. Okay, nicht gut. Kontur. So, das brauchen wir nicht mehr. So, also wir haben jetzt vorne und hinten. Ja, das ist Frustrum. Und man muss sich das jetzt einfach vorne ein bisschen kleiner vorstellen. Ich kann da vorne klein zeichnen. Also das ist jetzt Frustrum. Ne? So, hier das vorne, da ist hinten und ja, wir können es jetzt auch Striche da hinten vorstellen. Oh, ich zeichne, was soll's. Strich, Strich, geraden Strich. Wo habe ich hier geraden Strich? Hätte ich mal Vektorprogramm gestartet. Ja, das ist unser Frustum. So, mehr oder minder. So.
Und jetzt war meine Idee, den Punkt hier den Index 0 zuzuordnen. Mal gucken, ob wir Indizes finden, wo ich einfach drauf rumrechnen kann. Den Punkt hier 1 mal 3. Wenn das so ist, wenn das so wäre. So, 1, 2, 3. Ja. Bei den hinteren Punkten. Den hinteren Punkten die Indizes dann 4, 4, 5 und 6 zuweisen. 5, 9, 5, 6 und 7 natürlich auch noch. 7. So, okay, gut, jetzt haben wir den ganzen. Sollen wir das Ganze irgendwie logisch, ne? Das hier soll hinten sein, das soll vorne. Mal gucken, ob man das irgendwie hinkriegt. So, wenn ich dann die Punkte 0, 1 und 3 zum Beispiel nehme, dann habe ich hier Punkte vorne. Wenn ich da 1 dazu addiere, dann hätte ich die Punkte 1, 2 und 4. Und das wäre schon mal scheiße, weil 1, 2 und 5 oder 1, 2 und 6 zusammen würden Sinn machen. Gut, schreiben wir das nochmal auf kurz, wenn man diese Indizierung nimmt, was dann praktisch, also 0, 1 und 2 zum Beispiel würde, wäre das, wäre die erste Ebene. Wie gesagt, schlimmstenfalls machen wir eine Lookup-Tabelle, wo wir genau diese 6, das sind ja nur 6 Kombinationen, wo die 6 Kombinationen einmal in ein Array reinschreiben, über die iterieren wir dann. Die Seite hier wäre dann zum Beispiel 0, 1, 4, 0, 1 und 4. Eventuell müssen wir die Reihenfolge hinterher noch umdrehen, damit, damit unsere Normalen die richtige Richtung zeigt. Aber das kommt gleich noch dazu. Das ist ein Min, das ist ein Min, das ist ein Min 0, 0, 5, 3 wäre eine Kombination für den Boden. 0, 5, 3, ne? Das ist unten. Und doppelklicken. Ja. Okay, dann haben wir die, dann haben wir die Min-Seiten, die linke Seite, die Vorderseite, die Unterseite. Jetzt brauchen wir die Max-Seiten. Also die Oberseite zum Beispiel, die setzt sich zum Beispiel zusammen aus 1, 2, 5. 1, 2, 5. Die rechte Seite ist sowas wie 3, 2, 7. Ein, zwei, sieben. Danke. Vielen Dank. Hier ist mal 4. 4 im Saal 4. Okay, vielen Dank. Ich keine Ahnung, wie man es ausspricht. Moment, ich mache gerade das Letzte und dann sagt ihr, was ich einfach unsinnig gemacht habe. Was genau ist 053? Ist Unterseite nicht 0? Moment, Sekunde. 053 sollte 043, ja, richtig, 043, danke. 043 ist korrekt, ja, 053 ist Quatsch. Welche Seite fehlt uns noch? Jetzt bin ich durcheinander. 1, 2, 5, 1, 2, 5, richtig. 3, 2, 7, 3, 2, 7 ist auch okay. Und die hintere Seite fehlt uns noch. Okay, was nehmen wir da? 5, 6, 2. So, und jetzt müssen wir gut aufpassen, dass das alles dieselbe Winding Order hat. Also sonst sind die normalen, flippen die und wenn die normalen von. Also das sind jetzt auf jeden Fall mal jeweils 3 Punkte in der Ebene. Das ist super. Da uns aber jetzt immer interessiert, wie rum die normale ist, müssen wir jetzt gucken, dass die immer gleich orientiert sind. Also zum Beispiel, dass wir immer sagen, wir gehen von unten links nach rechts zuerst und nach oben. Ne? Das machen wir vorne, machen wir das. 0, 1 ist nach oben, 0, 3 ist nach rechts. Gut, jetzt gucken wir uns mal die Seite an. 4,
0 ist nach unten, 4, 5 ist nach rechts. Das ist schon mal doof. Also das heißt, wir fangen an von 4, gehen zu 5 und gehen von 4 zu 0. Dann haben wir auch erst hoch und dann nach rechts. Gut, das ist unter der. Ja, okay, dann haben wir, ne, hier so, hier so. Dann nochmal die Oberseite. 1, haben wir, ne, wir haben 0, 4, 3 als nächstes. Das ist die Unterseite. 0. Jetzt müssen wir, wir gucken immer von außen. Das heißt, wir müssen jetzt auch von außen gucken. 0, 4, das passt. 0, 3 ist in Ordnung. So, jetzt kommt die 1, 2, 5, die Seite. Da gucken wir jetzt von. Boah. Nee, wir gucken immer von. Ach, wir müssen von unten uns das anschauen. Das heißt, wir müssen das Ganze umgedreht vorstellen. Und dann ist das nämlich von 3 nach 0. Die Unterkante und von 3 nach 6, ne? Die Oberkante, machen wir erstmal die Oberkante, die ist einfach. Da können wir nämlich, da gucken wir nämlich schon von oben drauf. 1 nach 2, 1 nach 5, 1 nach 2, 1 nach 5. Aber das hier ist falsch. Das ist jetzt die normale, genau falsch rum. So, und jetzt müssen wir, wie gesagt, von unten gucken. Das heißt, wir müssen uns so virtuell umdrehen. Deswegen müssen wir von 3 nach 0 und von 3 nach 6. Nach 0. Kann natürlich auch sein, dass es einfach viel zu spät ist und das alles totaler Quark ist. Aber das rechne ich gleich einmal durch. Wir können das relativ einfach ausrechnen, ob die Normalen alle stimmen, indem wir einfach hier mal Einheitskoordinaten einsetzen. Also wir nehmen einfach einen Würfel, der nicht distortet ist, ne, und setzen das Ding zu minus 1, minus 1, minus 1 und das zu 1, 1, 1. Und dann rechnen wir einfach mal die Kreuzprodukte aus und gucken, in welche Richtung die Normalen zeigen. Die sollen entweder alle nach innen oder alle nach außen zeigen. Das können wir uns aussuchen. Hauptsache, die sind konsistent. So, aber ich versuche erstmal nachzudenken und dann hinterher korrigiere ich den ganzen Mist, der da rausgekommen ist. Also, jetzt gucken wir von da aus drauf. 3 nach oben, das wird 3, 7. Und 3 nach rechts, das wird 3, 2. Und jetzt haben wir, welche Seite haben wir noch? Wir haben noch die Seite 5, 6, 2. 5, 6. Achso, das ist hinten. Und das ist natürlich nicht 5, 6, 2, sondern 5, 6, 7. So, das heißt, wir drehen uns jetzt mal so nach hinten und gehen von der Ecke unten angefangen. 7 zu 6 und 7 zu 4. Okay, gut. So, das heißt, das wären jetzt unsere, das wären jetzt unsere Lookup-Werte und die können wir, glaube ich, nicht so einfach aus Zeit ausrechnen. Das heißt, wir speichern jetzt einfach mal als Tabelle ab. Jetzt habe ich so eine statische Tabelle. Das ist einfach Integer. Und das ist Points to Zeit, nenne ich die mal. 0, 1, 2. Ich tippe das jetzt nur ab, was ich gerade hier rübergeschoben habe. Null, 1, 2. 4, 5, 0, 3, 0, 6, 1, 2, 5. Und wahrscheinlich gibt es total geniale Idee, wie man es viel einfacher machen kann, die mir morgen einfällt und ich das alles wieder wegschmeiße. Aber was soll's. 7, 6, 4. So, was steht denn jetzt an 0? Also theoretisch können wir sogar sowas da nehmen. Weil es hinterher ja Indizes sein sollen. Und Variable Conversion to Integer 4. Kann er das nicht selbstständig?
Mach es mal kürzer wieder. Das hat er nicht selbstständig rausgefunden? Okay, gut. Weiß drum. So, nehmen wir an, das wäre richtig. Die wagen wir gleich noch. Dann wäre natürlich das hier sowas wie Points to Site von Site. Davon der das erste Element. So. Und das wird dann das zweite und das wird das dritte. So, also müssen wir das da mal debuggen. Mal kurz gucken, syntaktisch ist in Ordnung. Ja, das müssen wir mal kurz checken. Dann gehen wir einfach mal hier ins Main-Programm und rechnen mal ein paar normalen aus, gucken, ob die alle hübsch aussehen. So, hier ist unser Main-Programm. Gucke jetzt einfach eins zu eins darüber. So, dann definieren wir uns jetzt mal kurz einen dummen Würfel. Einen, wo wir die normalen wissen. So, Frustum Point. So, soll ich nehme einfach einen Einheitswürfel. Okay. Ich gucke, dass wir jetzt die Punkte genauso setzen, wie wir also geplant haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, das ist schon mal gut. So, wir haben gesagt, ich schiebe das mal hier rüber. Da irgendwie. Wir haben gesagt, die vorderen Punkte. Ein Geschirr kriegt, dass ihr beides seht. Und ich auch. So, also Punkt 0 ist der unten links, also minus 1, minus 1, minus 1. Der da ist da. Also erstmal machen wir hier mal ein Minus, beziehungsweise nee, doch machen wir. Auf jeden Fall schon mal das Z beim ersten Mal negativ und hier bei den positiv. Das ist schon mal klar. So, dann der zweite ist plus plus. Das ist auch klar. Das ist der da. Ne? Das ist ja der. So, und der kriegt jetzt ein positives Y und der ein positives X. Und jetzt machen wir das alles wieder weg, was wir gemacht haben. Und so. So, sind wir damit einverstanden? Das ist jetzt wichtig, dass das stimmt. Sonst der ganze Rest über hinterher testen unten. So, das ist die untere linke Ecke. Das ist die. Das soll der 1 sein, ne? Und vorne, also minus 1, Z-Koordinate geht raus, hat die X-Koordinate von minus 1, hat die Y-Koordinate von 1. Der hat E plus plus. Okay, auf 46. Was? Er war dazwischen auch mal auf 46. Was? Der Subcounter. Ach so. Der nicht funktionierende Subcount ist. okay. Ne, keine Ahnung, das ist irgendwie eingebaut bei Twitch. Ich glaube, der aktualisiert das nur am Anfang des Streams oder sowas ähnliches. Oder ich glaube nur am Anfang des Streams. Aber ist ja trotzdem eine coole Idee. So, hey, warte mal auf Submissions. Aber ich sehe auch so generell, sagt er mir ja auch in meinem System nur 47 von 50. Das ist irgendwie ziemlich lazy. Gut. Jetzt sind die Punkte richtig. Ganz wichtige Sache. Das ist auf jeden Fall Sanity-Check. Der Punkt 6, der vorletzte, muss 111 haben. Okay. Dankeschön. Noch ein Abo. Ist mit einem funktioniert das irgendwie, ne? Danke, Treukirsche. Vielleicht ist das irgendwie mit so Packs, dass die nicht gehen oder so. Der Subcounter läuft. Allerdings bei mir intern zählt er nicht rum. Ich check's nicht. Gut. Jetzt. Als nächstes, nachdem wir die Punkte haben, berechnen wir jetzt die normalen. Da kopieren wir am besten auch mal den Code darüber. Damit, wenn wir da irgendwie einen Fehler hinterher drin haben, das nicht, also wir wollen genau denselben Code checken. So, weil hier spielt es nämlich auch noch eine Rolle, in welcher Reihenfolge man die subtrahiert. Also das brauchen wir jetzt erstmal gerade nicht mehr. So. Und das hier heißt, das interessiert es nicht, interessiert nur die normalen. So,
Ganze Zeit. Gut. So, und die normal wollen wir uns gleich mal angucken. Senat. Normal. So. Und hier spielen wir sogar aus. Okay. Das ist schon mal sehr komisch. Die dritte ist also völlig kaputt. Also die ist, ja, die ist, das ist auf jeden Fall totaler Unsinn. Die sollten alle achsenorientiert sein. Warum ist die dritte? Warum ist die dritte kaputt? 0, 1, 0, 3, 0, 6. 3, 0, 6 ist Quatsch. Also, jetzt ist die Frage, warum? 3, 3, 0. Ja, ist auch Unsinn. Hi. 3, das soll ja die Unterkante sein. Das ist natürlich nicht 3, 0, 6, sondern 3, 0, 7. Hallo, The Brutzler. Willkommen. Willkommen, Leute. Moment, ich muss mal eben kurz hier eine 7 eintragen. Das ist jetzt echt schwierig zu erklären, wo wir gerade dran. Also eigentlich ist es ganz einfach. Wir wollen schlichtweg ein Frustrum gegen Axis-Aligned Bounding Text, ein Frustrum gegen Axis-Aligned Bounding Box Test schreiben. Das wird aber heute definitiv nicht mehr fertig. Aber weil ich muss morgen früh raus, muss morgen um 6 Uhr raus. Also so ungefähr 4 Stunden, 45 Minuten muss ich aufstehen. So, aber ich will wenigstens noch die Berechnung der normalen hinbekommen. Der jeweiligen 6 Seiten unseres Frustrums. So, und dazu haben wir uns jetzt mal so ein Dummy-Frustrum gebaut und checken jetzt mal, ob unsere Point-to-Site-Konvertierung funktioniert. Und da sollten jetzt Normalen sein, die entweder alle nach innen oder alle nach außen zeigen. Schauen wir mal, ob das passt. Wow, lustiges Emote. Also, fangen wir mal an. 0, 0, minus 1. Das ist schon mal, die zeigt, bei was haben wir uns entschieden? Wir haben uns entschieden, dass die Z-Achse negativ zu uns geht, ne, weil die vorderen Punkte waren ja bei Minus. Dann zeigt diese Normal mal nach außen. Okay, dann müssen wir hinterher nach positiven Vorzeichen suchen. Gut. Dann bleiben wir mal dabei und sagen, die Normalen sollen nach außen zeigen. Minus 1, 0, 0 ist für die linke Seite. Das war, glaube ich, die nächste, die wir haben wollten. Auch eine gute Normale, wenn das die linke ist. 4, 0, 5. 4, 5 und 0. Ja, das ist auch eine sinnvolle Normale nach links. Jetzt brauchen wir als nächstes die Normale der Unterseite. Ne, das war 0, 1 und 3 irgendwie so. 3, 0, 6. 3, 0, 6. Und die zeigt ärgerlicherweise nach oben. Das heißt, hier ist die Reihenfolge falsch. Das habe ich auch fast befürchtet. Moment. Nee, das ist ja auch 037 inzwischen geworden, hoffentlich. Ne, das war der. So, 037 und das ist. Da müssen wir aber die 4 nehmen. Das war genau das, wo ich meinte, da muss man jetzt irgendwie andersrum drauf gucken. So. Da hatte ich schon ein schlechtes Gefühl bei. Das hat aber auch nichts gebracht. Ja, genau. Also ich korrigiere das mal eben kurz. Aber das ist auch nicht richtig. Das ist immer noch ein. Zeigt immer noch in die falsche Richtung. Bleiben wir dabei. Also wir brauchen nur einen, wir bräuchten theoretisch nur einen der Vektoren umzudrehen, aber ich möchte es gerne irgendwie konsistent haben. Also hier will ich haben 0, minus 1, 0. Also ich will, dass das nach unten zeigt, die normale. Mal eben kurz gucken, sind die anderen richtig eigentlich? 0, 0, 1, also das Minus ignorieren. 0, 0, 1 ist richtig, die zeigt nach oben und die anderen beiden sind auch falsch. Die müssten auch nach oben, die müsste nach hinten zeigen, die passt und die müsste nach rechts zeigen. So, das heißt, wir haben so ungefähr 50-50, ne? Korrekt, korrekt, falsch. Ja, ziemlich genau die Hälfte ist richtig. Na, 4 von 6, 2 Drittel. Also, das heißt, das müssen wir jetzt andersrum uns vorstellen. Also, das reicht natürlich ein. So.
So, schauen wir mal, ob das jetzt Sinn. Also, das ist richtig, das könnten wir auch so lassen, aber ich gucke mal eben kurz, wie das dann aussieht. Wenn wir das machen als 037, dann haben wir jetzt 037. Ja, stimmt auch. Das, wenn man sich das umgedreht vorstellt, passt das ja genau. Also, stimmt es auf jeden Fall, aber es ist auch das, wie ich es mir gerne vorgestellt hätte. So, dann. Das müsste es auch genau flippen, sodass das jetzt eine positive minus 1, 1, also 0, 1, 0 passt. Und wahrscheinlich habe ich tatsächlich immer die X-Achse im Kopf andersrum gedreht. 1, 0, 0, ne? Negative, negative, negative. Und die Reihenfolge ist auch Z. Das wäre natürlich schön, wenn die hier gleich wären, weil wir dann hinterher dieselben Koordinaten checken können. Spielt das eine Rolle? Mal kurz überlegen. Ja, es wäre praktisch, wenn die irgendwie so sortiert werden. Machen wir die X, Y, Z. X, Y, Z. X, Y, Z. Ja, so, X, Y, Z, X, Y, Z. So, das heißt, in der Reihenfolge haben wir die jetzt. Das können wir also schon mal rüber kopieren. In das Ding hier. Genau, ja, float halt, ne? So, und damit kriegen wir die normalen. Und jetzt haben wir die ersten. So, jetzt mal kurz überlegen. Diese Seite hier, zurück zum Bild. Nehmen wir die erste Seite, also die 01, 012. Habe ich da jetzt wirklich 012 eigentlich genommen? Ah, so, brauchen wir ja nicht drei. Na egal. Wurscht, dann haben wir jetzt ausgerechnet die Diagonale drin. Das, nein, was soll's. Wird ja eher das normalisiert. Dann ist erstaunlich, dass das, wenn wir die Diagonale genommen haben, hier an der Stelle, dass es dann so schön auf minus 1 geht. Also, dass da jetzt nicht irgendwelche fiesen Nachkommastellen und Rundungsfehler drin sind. Ja, ist ja interessant, dass das irgendwie noch so gut rauskommt. Nee, ist alles C++. Alles C++. Wie kann es eigentlich mir? Das ist ein Float. Da gibt's eine minus 0. Das ist so weltlich fein. Aber das sind sicherlich auch keine Nullen, sondern das ist irgendwas, was nur durch die Rundung so aussieht. Also das. Aber in Float gibt es so allerhand Unsinn. Von den DINOMs mal nicht zu reden. So, jetzt nochmal ganz kurz überlegen. Also, das ist das Letzte, was ich mache. Also, wie gesagt, danach gehe ich ins Bett. Was ich noch gerne haben will, ich will nur gucken, ob jetzt unsere Ecken zu dem Ding passen. Also, das heißt, wir haben jetzt bei den ersten drei, was die. X, was jetzt die, Moment, die linke Seite, das hier ist die linke Seite, ne? Das hier ist der Deckel, ja, und das hier ist die Vorderseite. So, und die drei, die vergleichen wir hinterher gegen, gucken wir uns erstmal nur kurz die linke Seite an. Die vergleichen wir ja gegen das, die wollen wir gegen das Maximum vergleichen, gegen den maximalen Punkt in, noch mal ein Bild dafür. Ergibt Sinn. Und dann muss es auch genutzt werden. Was ist? Ist halt close enough, deswegen. Ach so, Floats haben.
Ein Bit für Vorzeichen. Genau. Floats sind einfach mal nach IEEE-Floats. Könnte ich auch, könnten wir eigentlich gleich mal, was könnten wir eigentlich machen? Falls irgendjemand noch die Ideenliste pflegt, ich könnte mal einen Stream über Floats machen. Die sind lustig. Wirklich mit all, nicht mit allem, aber mit relativ viel von ihrem Quark. Also die IEEE-Floats sind eine interessante Sache. Könnte ich vielleicht tatsächlich machen. Ich habe das früher in meiner Vorlesung ein bisschen erzählt, wie die funktionieren, aber die meisten Leute wissen gar nicht, wie Floats funktionieren. Insbesondere mit diesen denormalisierten Werten. Das ist ganz interessant, wie not a number und sowas gespeichert wird. Nimmt sie dann auf, bitte. Gut. Jetzt. Perfekt, stimmt, da gab es sogar ein Skript für. Jetzt. Einen will ich noch hinkriegen. Die Ecke. Die erste Ecke von unserer Axis-Aligned-Bounding-Box, das ist die Min, nee, das ist die Max-Max-Max-Ecke. Und die nachdenken, wenn ich die gegen die linke vordere Seite teste, oh ja, das wird so auch nicht funktionieren, weil wir können nicht einfach nur die eine Hälfte der Seiten gegen das Maximum, die eine gegen den Minimum testen, sondern wir müssen die ja, wir müssen uns da auch was basteln. Also wir müssen quasi von diesen, aus diesem Maximum und Minimum, das sind ja auch sechs Ecken, wir müssen ja einen Würfel gegen einen testen, wir müssen mal die richtige nehmen. Da brauchen wir genauso eine Lookup-Tabelle wie die hier und mit ein bisschen Glück genau dieselbe. Da müssen wir nämlich auch immer einen der Punkte raussuchen. Das heißt, nur als Beispiel, ich zeichne das mal in 2D. Wenn man das in 2D macht, dann ist das klarer. Hatte ich das gemerkt? Nee, warum auch? So, also wenn ich jetzt, was ich hier testen will, sind zwei Boxen gegeneinander. Die eine Box gegen eine andere. Das ist vielleicht ein bisschen sehr blass. So, also ich will die Boxen gegeneinander testen, ne? Und was ich dazu mache, ist, ich teste jetzt diesen Punkt gegen die Ebene da. Also Ebene heißt natürlich immer, ne, das ist nicht nur eine Seite, sondern wirklich eine Ebene. Ja? Wenn dieser Punkt aber, wenn der links von dieser Ebene liegt, ja, also das heißt, hier liegt der auch links von der Ebene und da auch, ne? Das bedeutet, wenn dieser, das ist hier zufällig achsenorientiert, deswegen bei zwei achsenorientierten Boxen wäre es noch einfacher, aber stellen wir uns mal vor, dass das Ding hier auch eben so aussehen könnte. Ja? So, das heißt, dieser Punkt, wenn der links von dieser Ebene liegt, dann kann die ganze Box schon nicht mehr drin sein. Ne? So. Allerdings, wenn ich jetzt diese Seite hier teste, ja, dann müsste ich jetzt eben, da kann ich jetzt nicht den Punkt nehmen, sondern müsste ich jetzt den Punkt hier nehmen. Ne? Also ne, quasi, der ist jetzt der relevante Punkt, gegen den ich teste. Und so weiter und so fort. Das heißt, ich muss immer zu der Seite, zur jeweiligen Seite hier von dem richtigen Punkt nehmen. Und boah, ganz ehrlich, das mache ich heute nicht mehr. Sorry. Aber kein Problem. Speichere das ab, wir fahren damit fort. Also die Gefahr ist, wenn ich das jetzt mache, erstens komme ich morgens nicht raus, morgen nicht raus, wecke meine Kinder nicht und die kommen nicht in die Schule. Und da brauche ich gleich so viele Bugs, das wirklich so. Aber nur vom Prinzip her, ne, muss halt immer jeweils den richtigen Punkt dieser Box da, das ist einfach immer nur Min-Max, also das ist immer die Seite passend zu einem dieser Punkte. Also wenn es jetzt die vordere, wir können es für eine Seite nochmal beispielhaft machen, machen wir das nochmal. Ne? Für die linke Seite eben ist das vom Frustum, wenn man sich das jetzt nochmal, ich drehe das nochmal, so dass es wieder halbwegs gerade ist. Ne? Also für diese linke Seite vom Frustum ist der Punkt, den ich testen muss in Bezug auf, kurz überlegen, ist das Max und die anderen beiden sind egal.
ob ich Max, Min, Min oder, also genau, ich muss einfach lediglich das Maximum in, also wenn ich eine Minimumseite nehme, muss ich die Maximumseite, oh nee, dann geht es doch so, dann ist doch das was richtig, weil die anderen sind immer egal. Also wenn ich eine Minimumseite nehme, dann muss ich hiervon den Maximum in Bezug auf x nehmen und y und z sind wurscht. Das heißt, das ist auch, also ich kann also Max, Max, Max nehmen. Hier auf dieser Seite, nee, es passt alles, das ist einfach echt zu spät. Auf dieser Seite muss ich einen der vier Minimumspunkte nehmen, ist aber auch egal, welchen ich nehme. Insofern gucken wir mal, also der erste und letzte funktionieren. Probieren wir mal Front. Bei Front muss ich auf jeden Fall in Bezug auf die Y-Richtung das Maximum nehmen. Die anderen beiden sind auch wieder egal, also kann ich in Bezug auf alle das Maximum nehmen. Ne, das funktioniert. Das ist okay. Also wenn ich das richtig sehe, dann ist diese Rechnung hier richtig und ich muss tatsächlich jetzt Corner normale, also die Rechnung für die Distanz in die gegen die Normal, Corner und P0 ein. Ne? So. Und das beim nächsten Mal. Ja, welche Koordinaten ist das Postum? Wird das gleiche sein, wenn zwei Jacks kollidieren? Jacks testen wir eigentlich gar nicht. Wir testen ja die Bounding-Boxen der Teils. Aber das Postum ist im View-Koordinatensystem. Also beziehungsweise das ist noch gar kein. Also To-Do. Ja, also das ist noch offen, die Distanzberechnung. Die erkläre ich euch das nächste Mal. Also im Prinzip ist die Distanzberechnung nichts anderes als P0 minus Corner und dann, ach, wir können, das ist einfach nur Corner minus P0 dort Normal. Ja, also was soll's. Kann ich jetzt auch aufschreiben. Die Frage ist, ob das jetzt klar ist, warum das so ist. Heißt es dort? Ja, also das so berechnen sich. Ja. Und davon interessiert uns aber nur das Vorzeichen. Ne, das ist also das ist der Vektor vom, jetzt mal kurz überlegen, wahrscheinlich andersrum, von einem Punkt, genau so. Das ist ja P0 minus Corner ist der Vektor zum Eckpunkt hin. Von unserer anderen zu testenden Bounding Box und davon das Kreuzprodukt, Entschuldigung, das Skalarprodukt mit der Normalen. Ja, also wir haben jetzt die Ebene, da zeigt die Normale raus und jetzt nehmen wir diesen anderen Vektor, das ist irgendein x-beliebiger Punkt in der Ebene. P0 ist einer der drei Punkte. Wir könnten hier jeden anderen nehmen, ist egal welchen. Also wir haben eine Maus. Will auch nicht mehr. Wow. Also das denn. Na, wir können irgendein x-beliebig nehmen, hier ist P0, der ist schön genug. Zu diesem Eckpunkt hin, so und diesen Vektor und den normalen Vektor, da interessiert uns jetzt, zeigen die in dieselbe Richtung oder zeigen die in entgegengesetzte Richtung. Ja? So, oder fast in dieselbe Richtung. Was berechnet uns das Skalarprodukt? Das, was dort heißt, das Skalarprodukt berechnet uns den Winkel, die Kosinus des Winkels der beiden Vektoren multipliziert mit den Längen der beiden Vektoren. Das Ding hat Länge 1, fliegt also raus. Das Ding hat irgendeine x-beliebige Länge, interessiert uns aber nicht, weil die ist auf jeden Fall positiv. Ja, das heißt, das hier ist irgendeine x-beliebige positive Zahl mal dem Kosinus des Winkels. Und der Kosinus des Winkels ist positiv, solange wie der Winkel zwischen minus 90 und 90 Grad ist. Das heißt, wenn die beiden in dieselbe Richtung zeigen, dann ist der Kosinus irgendwas Positives mal einer positiven Zahl mal 1. Wenn die in zwei verschiedene Richtungen zeigen, dann ist das hier was Positives mal 1 mal einer negativen Zahl. Damit ist das ganze Ding negativ. Distance ist nicht ganz richtig, weil das ist eigentlich eine Scale Distance. Nehmen wir es deswegen mal D, sicherheitshalber. Ich will die nicht normalisieren, weil es nicht nötig ist. Kostet einfach Performance. Und das hier können wir uns auch schenken. Brauchen wir auch nicht. Ja. So, das ist halt die nicht normalisierte Normale hier. So, und dadurch kriegen wir jetzt das Vorzeichen raus. Und das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist im Hauptprogramm die Ecken bestimmen vom Frustum. Gut, aber das mache ich wirklich nicht heute. Und
Gerne, ich erkläre das gerne auch nochmal, diese Distanzbestimmung. Extrem super, vielen Dank. Gern geschehen. Okay, ja, also danke für die vielen Abos. Vielleicht dieser Abo-Counter beim nächsten Mal Hockey. Oder er mag die 5 Geschenk-Abos nicht. Ja, also vielen Dank nochmal. Und das hier, ich mache da mal ein To-Do hin. Das ist eigentlich das letzte To-Do, was noch verbleibt. Und dann sollte das Ganze funktionieren. Mal gucken, kompilieren müsste es eigentlich noch. Wird nicht mal mehr aus. Ach so, ja, klar. Lieber Code ist ja. Und ich bin sicher, also jetzt, das würde ich da oben noch reingehackt kriegen, aber ich bin sicher, dass irgendwo bei der Bonnybox Computation auch was falsch ist. Außerdem, wenn man nicht genau aufpasst und ich einfach im richtigen Moment klicke, dann funktioniert es ja auch so. Man kann schon endlos scrollen und es folgt endlos. Läuft doch schon, ist alles besser. Okay, nee, das hier bauen wir nächstes Mal noch ein und dann debuggen wir noch den ganzen Kram und dann funktioniert es. Okay, noch ein Abo. Besten Dank. Trotz alledem gehe ich jetzt ins Bett. Aber dennoch vielen Dank. Und ja, die einzelnen Abos, nee, die zählt da auch nicht. Jetzt, doch, die zählt da witzigerweise. Die einzelnen Abos zählt da aber irgendwie diese Geschenkabos nicht. Keine Ahnung warum. Zumindest nicht jetzt. Gut, hat noch jemand einen Raid-Vorschlag für diejenigen, die morgen offenbar nicht früh aufstehen müssen wie ich? Aras, wenn er noch da ist, noch einen Raid-Vorschlag? Irgendwas? Nichts Schnelles zumindest. Gut, dann, wenn ihr wollt, sehen wir uns wieder. Haas fehlt heute. Unentschuldigt, stimmt, der war eine ganze, oder? War der nicht am Anfang da? Was soll's? Für diejenigen, die noch nicht so lange dabei sind, wir haben heute Freitag eigentlich schon. Es geht am Samstagabend weiter. Ja, dann mit den letzten paar Kleinigkeiten und dann haben wir endlich unser kontinuierlich scrollendes Terrain. Dafür haben wir Vera wieder dabei. Auch schon lange nicht mehr. Glaube ich zumindest. Schon lange nicht mehr gesehen. Gut, also, euch allen gute Nacht. Geht schlafen. Wir sehen uns, wenn ihr wollt, am Samstagabend wieder. Bis dahin, alles Gute. Bleibt gesund. Wenn ihr könnt und noch nicht gemacht habt, lasst euch impfen. Also, ciao.